Bonjour, Mesdames, Monsieur Imix. Willkommen beim Café am Rande der Freundlichkeit. Genießen Sie eine wundervolle Stunde mit uns und unseren Gästen. Jetzt holt er mal die Goldschweine! Willkommen zu Die Unbeugsamen, dem Podcast über drei Männer, die die Welt erschüttern und sie dann zu ihren Füßen legten. Diese Abtrünnigen haben das Chaos entfesselt und sind nun die gefeierten Helden einer neuen Ära. Ihre rebellischen Taten haben die Welt verändert und sie zu Legenden gemacht. Taucht ein in die epische Geschichte von Mut, Ungehorsam und den Triumph der Unangepassten. Hierbei die Unbeugsamen, wo Abtrünnige zu Helden werden und das Chaos zur neuen Ordnung wird. Unglaublich, das ist viel zu seriös, Alter. Schau. Ja. Nein, nein. Es ist wunderschön. Ich finde es super. Er hat es nicht so umgebracht, weil ich habe schon eingeschrieben, es ist ein sehr heroisch Schreiben. Ach so. Habt ihr das Wort schon mal gehört, ja, heroisch? Ja, ja, heroisch. Ja, ja. Du hast geschrieben, doch sehr heroisch, weil wir die Politiklandschaft in Salzburg nachhaltig verändert haben. Vollkommen richtig. Ich glaube nix, ich würde nicht hochstapeln oder übertreiben, aber ich finde, wir sind definitiv der Grund, warum die Wahl so ausgegangen ist. Und die Wahlbeteiligung 6% höher als beim letzten Mal. Ja, das immer nur ultra beschissen. Das würden jetzt die einen sagen, dass das voll gut war, dass die Wahl so ausgegangen ist, wie sie ist, und die anderen würden sagen, ach, jetzt nimmt uns der böse Kommunist doch alles weg. Ja. Wir sind ja nicht wertend. Ja. Nein, das ist wurscht, wir sind überhaupt nicht. Wir finden alle gleich scheiße. Ja. Ungleich gut. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass uns der eine im Speziellen nichts wegnimmt. Ja. Der lässt uns nicht mehr in den Club rein. Nicht, dass uns der nicht mehr in die Stadt rein. Der alleine auf dem Foto stehen hat. Ja, ja, der nimmt uns nichts weg. Das ist ein sehr, sehr kontroverses Foto gewesen. Ja. Ich glaube, du nie so viele Nachrichten kriegst auf irgendein Foto. Erst spontan, wir waren am Klo. Ja. Ja. Und dann hat der Michi schon das Foto gemacht. Ja. So schnell geht's. Wir haben ja keine Zeit gehabt für ein zweites. Das war gar nicht absichtlich. Nein. Hey Brothers, wie geht's euch? Ja, wir haben jetzt seit 3 Wochen keine normale Folge mehr. Voll arg. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Ich habe zuerst einmal alle Knöpfe durchprobieren müssen, wie das. Ich glaube, die Leute wissen, wie das funktioniert. Habe ich auf Record geschalten? Leichtster Rot. Ja. Super. Nein, ich glaube, dass wir haben ja, müssen dazu sagen, wir haben die Folge mit dem Johnny gleich aufgenommen nach die Podcast-Folgen, also vor 2 Wochen schon. Ja. Deswegen haben wir jetzt 2 Wochen Pause gehabt eigentlich. Also die Wochen war podcastmäßig so das Büdeste. Hast du Podcast aufgenommen oder so? Ja, ich sogar nur einen 9. dazu, weil es eh schon wurscht war, aber fucking hell, oder? Genau, weil was darf man denn sonst, gell? Ja. Also. Deswegen nehmen wir heute auch so früher auf, obwohl doch später, weil ich einfach zu spät gekommen bin. Ja, aber jetzt erzähl, warum bist du zu spät gekommen? Okay, achso, ja, pass auf. Die ganzen Baustellen oder Downrauf? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe überhaupt keine Ausrede. Also ich habe de facto gar keine Ausrede. Ist okay, passt. Ich habe einmal so eine ganz normale Bettwäsche, die halt relativ dünn ist. Pass auf, ich muss euch das erzählen. Ja, okay. So eine ganz dünne, die ist aber mehr für den Sommer. Mhm. Und dann habe ich zweimal so einen richtigen Super-Fluff-Power. Super-Fluff-Power, okay. So, wo es die richtig einkuschelt. Aber ist die so voll schwer, die Decken dann? Nein, gar nicht. Nein, die ist sehr luftig, aber sehr, sehr hoch und Lassig. Sehr ja, auftopierte Decken. So, und ich habe jetzt schon die ganze Zeit davon geredet, dass eigentlich immer noch Winter ist und ich hätte diese Bettdecken gern wieder. Und es war jetzt die ganze diese Sommerbettdecken auf meinem Bett drauf. Und das hat mich sehr unrund schlafen lassen, weil ich halt einfach auch fett bin, ja. Aber ich habe gestern auf Nacht diese frische Bettwäsche aufs Bett gegeben. Und das ist einfach das Geilste auf der Welt. Das hat in einen komatösen Schlafzustand versetzt und du wolltest halt dann aufstehen in der Früh. Ja. Ja, gut. Nein, haben wir das geklärt? Ja. Nein, es war so kuschelig. Ja. Okay. Na, ey. Wer kann uns jetzt sponsern? Wiener Texas oder sowas? Wer kann uns Decken sponsern? Nein, das ist von Schranz. Die sind irgendwo aus da. Aus da. Die sind irgendwo aus da. Ah, Österreich. Nein, die machen eigentlich Hotelbettwäsche. Also du hast das irgendwann mal mitgelassen. Du bist einer von den Leuten, die glauben, nicht nur die Schoko ist für dich. Ich mach das Zimmer leer. Du nimmst den Bademantel mit, du nimmst die Handtücher mit, du nimmst die Bettwäsche mit. Ja. Ich hab 800 Aschbecher daheim. Du bist der Grund, warum die Büdel mittlerweile festklebt sind an der Wand. Weil der Marco checkt aus und das Hotelzimmer ist leer. Ja, ist also Entschuldigung an Hotel Sepp. Er ist die Tine Wittler, der Hotel-Einrichter. Nur umdrehen. Ja, ich habe euch ein Redesign gemacht. Ja, sehr minimalistisch. Ja. Das ist der japanische Style. Ich habe Oflosch mittlerweile festgeschraubt wegen dir. Ja, das kann sein. Ja. Braucht übrigens wer noch einen Einbauschrank?
8x6 Meter. Der Marco hat einen Zimmertresor daheim. Ja, geil. Leck mir. Aber sonst geht es echt gut. Mir geht es unglaublich gut. Ja. Mir geht's aktuell sehr gut. Gut. Robin, was tut sich bei dir? Ich habe gestern noch mal dein Gewinnspiel gepostet. Ich meine, nächste Woche, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist das Gewinnspiel erledigt. War das zufriedenstellend? Ja, ich glaube schon. Oder hättest du mehr gedacht? Hättest du gedacht, dass wirklich 1000 Leute mitmachen oder so? Mindestens 10.000 Leute. Nein, ich glaube nicht. Es ist ja schon sehr regional mit Event Queen und mit Drummer und sowas. Ich habe geschaut, aber es passt voll. Es sind viele Leute dazugekommen und haben mitgemacht, die mich gar nicht kennen, nicht wissen, bei was sie eigentlich mitmachen, weil bei Gewinnspielen machen wir ja immer mit. Mhm. Aber mir ist es manchmal so unangenehm, muss ich kurz erzählen. Gestern ist ein Typ da gestanden. Also es ist ja Drummer, Fritz Kohler, die Event Queen, Naturcafé sind ja da quasi alle dabei, meine Hauptlieferanten, sage ich jetzt einmal. Und dann steht gestern der Typ da und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so der Fan vom Vertreter bin, wenn sie einfach unangekündigt dastehen. Mhm. Und dann steht der Typ da und er steht nicht da, wo man bestellt, sondern auf der anderen Seite. So, servus, wie geht's? Und ich denke mir so, fuck, der will jetzt keinen kaputt. Also er steht. Auf deiner Seite? Ja, genau. Nein, er ist in die Beine. Nein, da war der Kühlschrank. Ja, genau. Also da, wo man nicht bestellt, sondern dabei rein. Okay. Und dann habe ich gedacht, okay, der will offensichtlich nichts bestellen. So, servus, wie geht's? Und ich so, ja, ey, und dir? Ja, ey. Und passt. Ciao. Und ich denke, ich habe ihn angeschaut, und dachte, ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Okay. Was willst du von mir? Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwie, ich kann nicht fragen, hey, wer bist du eigentlich? Das ist voll peinlich. Und dann sagt er, und ist die frei wo angekommen? Und ich so, sage ich, ja, kann das sein, dass der Ralle dabei war? Und er so, na, und ich habe gedacht, fuck, ich hab hochgepokert, das war der falsche Vertreter. Dann sagt er, so doch, dann sage ich, ja, Drummer Bier, gell, ja, super, danke Drummer und so weiter. Ja. Ich habe den Typen noch nie in meinem Leben gesehen, aber einmal da. Also der neue Vertreter, ja. Der neue Vertreter und die haben jetzt ja Anfang des Jahres immer so Anstandsbesuche machen und ich schwöre es euch, und falls du das hörst, das tut mir voll leid, ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber es ist, ich kann mir keinen Namen merken. Nein, der war irgendwo Barkeeper voll lang in Salzburg, weil ich glaube, dass voll viel aus der Gastronomie aussteigen und Vertreter werden. Ja. Also auch der Mario, der war ewig lang im Darwins und im Mentors und so weiter. Und dann der ist jetzt Schweppes, oder? Genau, Schweppes und Richard Sons, also wo man Eistee her ist und so weiter. Und Rich Ass Sons? Ich habe mir das auch gedacht. Keiner Name. Alter, löscht das raus, das brauchen wir. Rich Ass Sons. Das steht dann gleich im Regal neben Fucking Hell. Ja. Das ist auch so ein geiler Name. Und Muschikraft. Okay. Muschikraft ist ein feministisches Bier von Frauen gebraut. Ja. Finde ich ultra geil. Female Empowerment. Mhm. Voll. Na, und dann habe ich gedacht, okay, gut, echter Scheißjob, aber dann war er eh nett und hat einen Kaffee getrunken. Der hat fix einen anderen Termin gehabt und hat irgendwie Zeit verplempern müssen dazwischen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich könnte auch Vertreter werden irgendwann einmal. Nur was soll ich verkaufen? Hau! Also, weil weißt du, so, ich tue voll gerne Auto fahren und sowas und die dann ganz nichts anderes. Und wenn du eine coole Firma hast, wo du nicht so scheiß Klinken putzen musst, also leider was auch dran musst, sondern wenn du quasi nur. Also ich glaube nicht, dass von Haus aus der Hand ich glaube nicht, dass der Füßlauer ein Bier, Red Bull vertreten. Da musst du bei Jägermeister anfangen. Nein, ist so. Aber ich mag bei Jägermeister, glaube ich, kann ich Sponsorings machen, die scheißen drauf und dann macht es halt Jägermeister. Na, aber weißt du, also, wo du halt nicht irgendwo hinfahren musst und denen was verkaufen musst aktiv und so, hey, also so ein Werbungsvertreter. Wie war es mit Pickby? mit dem Gesicht nicht. Weil da kommen sie zu dir warm. Mit dem Gesicht nicht. Tupperware. Ja. Oder Thermomix. Sind die nicht in Konkurs gegangen? Nein, das sagen sie immer wieder, aber so. Das ist Thermomix. Tupperware geht einfach nur in den Arsch, weil die einfach zu gut sind. Die haben nicht ganz verstanden, dass das Teil kaputt gehen muss, weil meine Mom hat Tupper-Geschirr. Ja, aber meine Mom hat Geschirr in die 50er Jahre gekauft ungefähr und das haben wir immer noch daheim. Also das ist voll dumm. Tupperware ist mega, bis einmal mit Tomatensauce hinterherkommt. Und dann ist es immer irgendwas mit Karotte. Ja. Nein, aber ja, so Thermomix, ich weiß nicht, Thermomix-Vertreter, ich kann nicht richtig kochen. Aber da muss ich Staubsauger auch verkaufen. Ich glaube, der Markt ist jetzt auch gesättigt. Mit Thermomix. Ja, jede Hausfrau hat dann, aber du kannst dir einen Leichen verkaufen, wenn er schwarz ist oder andere Farbe hat. Ja, das stimmt. Also schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich Vertreter werden würde, was kann ich, was... Du hast einfach zu wilde Gedanken, Wolfi. Ja, nein. Okay, reiß dich bitte zusammen. Also für jede Hausfrau, die hat schwarz braucht, wir reden trotzdem vom Topf. Okay. Und er ist ein bisschen stärker und ein bisschen größer. Robin, das kannst du nicht sagen. Und heute ein bisschen länger. Nein, das kannst du nicht sagen. Nein, das ist allgemein. Also wenn ich irgendein Vertreter wäre, dann schreibt es mir in die Kommentare. Was sind Sextoys? So Sextoys. Also Sextoy-Partys. Ja. Sextoy-Partys. Ja.
so Dildo-Partys, nein, ich weiß nicht. Und du kommst aber dann schon in so einem Lack und Leder. Nein, aber ich habe das Gefühl, wenn du da, das musst du aber irgendwo außerhalb von deiner Bubble machen, also in einem anderen Bundesland oder sowas, weil ich will nicht zu irgendwem haben oder irgendjemanden, den ich dann kenne, oder über drei Ecken oder so, weißt du, ich meine. In Oberösterreich ist das empfänglich. Ich will nicht wissen, was die Leute für Sextoys daheim haben. Stichwort Amstetten. Ach so, ja. Oder so. Ja. Ich hab's nicht gehört, ich lach einfach nicht mehr. Das ist immer gut. Nein, ja. Okay. Ja, ihr merkt vielleicht, wir brauchen nur ein bisschen, bis wir warm werden. Ich bin schon warm, keine Sorge. endlich. Soll ich was erzählen? Ich war im Ausland. Na! Ja. So, ja, wo ja, warst ja, du? Ja. Na, du kannst was. Du warst bei den Schneckenfresser. Darf man das sagen? Nein, das passt. Fuck. Oder bei den Froschschenkeln. Ja, bei Franzacken. Der Franzacke. Ja, ich war bei den Franzacken. Ja. Können wir da gleich mal Hasslatte einspielen vielleicht? Oh ja, wann ich's find. Ja. Das ist ein Unglaublich! Das kann doch nicht sein! Die Hasslatte der Woche! So, meine Brüder. Es ist so. Wie Désolé, oder was? Ja, Désolé. Ulewuku Dingsbums. Ja, es ist so. Die Julia, meine Frau, hat eine Ausstellung gehabt in Paris oder war bei einer Ausstellung mit dabei. Und wir hätten ursprünglich einen Flug gehabt, ganz normal, von Salzburg nach Paris. Mit Umsteigen in Frankfurt. Ah, also der direkte Weg. Ja, ist nicht anders gegangen. Und dann hat aber die Lufthansa, oder besser gesagt die Mitarbeiter, oder die Gewerkschaft der Mitarbeiter von der Lufthansa hat dann spontan entschieden, wir streiken jetzt. Wie alle zwei Wochen gefühlt. Genau. Also es war dann letzte Abwechselnd die Deutsche Bahn, die Lufthansa. Wenn die Folge auskommt, vorletzte Woche, Donnerstag, Freitag, so muss ich sagen. Und gleichzeitig hat dann die Deutsche Bahn auch noch gestreikt. Mhm, das heißt, wir haben da irgendwie zwei Tage vorher Bescheid gekriegt, okay, der Flug ist gecancelt. Dann bin ich erst einmal die ganze Zeit in diese ganzen Warteschleifen drin gehängt. Und dann schlussendlich kommst du aber eh nicht zu einem Mitarbeiter durch. Dann habe ich es über einen Chatbot, habe ich dann nochmal den Flug storniert, dass ich mir die Kohle halt einfach wieder habe. Mhm. Weil ich habe gewusst, es gibt eh nichts zum Rebooken. Und dann haben wir uns nach Alternativen umgeschaut. Und die Alternativen waren nicht dann hier von Salzburg gewesen, sondern entweder von München oder von Wien. Das heißt, du musst dann erst wieder nach Wien gurken. Dann fliegst du aber auch nicht von Wien direkt nach Paris, sondern dann auch wieder... Ja. Zum Beispiel, oder über Cape Town in Südafrika. Und es kostet dann auch nicht mehr 600 Euro, sondern es kostet dann 2100 Euro. Ja. Weil, logisch. Ja. Oder mit dem Zug. Weil du sägst ja dann auch was von der Welt. Ja, das ist wie ein Kreuzfahrtschiff. Du darfst zwar in Südafrika aussteigen, genau. Aber ist ja wurscht. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, scheiße, das kommt jetzt mal nicht in Frage. Was ist die Alternative? Zug. Zug ist dasselbe. Kostet schon ja 1000. Nein, es gab den Nachtzug von weiß nicht, Wien nach Paris oder so sogar. Der war aber dann für den Mittwoch, wo er gegangen war, war ausgebucht. Der nächste war am Freitag gegangen. Das war aber dann spät. Mhm. Oder es war dann spät gewesen. Normaler Zug kannst du dann auch irgendwie machen. Du kannst dann mit dem TGV nach Paris gurken. Mit diesem Schnellzug. Das ist eher eine ICE, nur besser, glaube ich. Aber der kostet dann auch schon so 600 Euro. One way für eine Person. Ja, echt, ja. Lieben wir ja. Dann haben wir Taxifahrer. Das kommt dann auch nicht in Frage und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich diese 1000 Kilometer einfach mit dem Auto runterbretter. Hätte ich auch gemacht. Jetzt habe ich mir gedacht, ich wollte dich nämlich auch fragen, ob du mich fahren kannst, aber ich wusste, du hast einen Kaffee. Nein, ich war echt schon überlegt. Was hätte der Flugkost? 500 Euro hätte er gegeben. Was hätte der Flugkost? 600. Jeweils. Nein. Hin und zurück. Ja. Also 1200 Euro für euch zwei. Nein. Insgesamt. Was, 150 Euro hin, 150 zurück und das ja, 250 hin und zu. Hä? Jetzt, insgesamt habe ich von der Lufthansa 578 Euro zurückgekriegt, weil das hätten die zwei Flüge. Was, ihr wärt zum 500 Euro zu zweit hin und zurück geflogen? Ja. So billig. Ja, da fliegen ist ultra Wien, billig. Wien mit dem Zug kostet ungefähr gleich viel. Ja, ja, damit müsst ihr was machen. Ja, um das Geld hätte ich euch gefahren. Ja, eben. Aber hätte sogar in Paris gewartet. Um das Geld bin ich jetzt quasi gefahren. Ja. Weil tanken auf der Autobahn, das ist meine nächste Hasslatte, ist einfach... Ey, das kostet einfach 2,30 Euro der Liter. Da hättest du einfach machen. Da tankst du einmal... Ja, dann nächstes Mal Kanister mit. Das ist echt crazy. Bei der Hofer Tankstelle. Also generell Autobahn in die Preise. Ich habe mir da Flaschen Wasser, so 1,5 Liter, habe ich mir gekauft. 12 Euro. Nein, 6 Euro.
Hey, die sind völlig geisteskrank. Preise wie im Kino. Und in China? Im Kino. Der Dings, der Böhmermann hat ja gerade erst eine Folge drüber gemacht, dass ja quasi alles, was Sanifair ist, das gehört ja alles derselben Firma. Ich glaube, in Deutschland sind von 480 Autobahnen rausstädten, kennen 420 derselben Firma. In Frankreich ist das eine. Ja. Das heißt auch alles Sanif. Ah, okay. Das hat einmal Karten plus 12 Euro. Ist ja ein Monopol geworden. Ja, aber du kriegst einen 50 Cent Gutschein dann für deine erste Flasche. Euro. Achso, ja, immerhin. Scheißen kostet schon Euro. Ja, aber du kannst direkt jetzt mit dem Handy zahlen. Du kannst direkt jetzt einen Parkplatz packen. Ja. Und dann kommt da steht er so auf Randzacke da und du kannst nämlich in die Hand scheißen. Für einen Euro kannst du mir die Hand scheißen. Und 50 Cent extra, dann kannst du eine essen auch noch. Ja, ah, ja, das ist optional. Ja. Ja, ah, auf alle Fälle. Zweite Hasslatte. Also jetzt habe ich noch eine dritte. Aber wie lange seid ihr gefahren? Hin 10 Stunden mit Pause und zurück 9. Ich war echt flott. Ja, ich bin auch einmal nach Hamburg gefahren, ohne stehen bleiben. War nicht gut, ich bin zweimal fast eingeschlafen, wir sind alle gestorben, toll, aber sonst. Okay. Nein. Es hat dreimal muss stehen bleiben, halt mal schnell den Pippi-Mann rausholen. Der Marco hat versucht, während dem Fahren, aber es geht so schlecht. Ja, er fuhr in dem Trucker-Modus, hat sich schon so eine fette Eisdee-Flaschen gekauft und dann so beim Fenster rausgekauft. So nur nicht stehen bleiben. Flatsch. Nur nicht stehen bleiben. Aber kein Deckel drauf. Nein. Ja, also auf der, jetzt weiß ich, warum so teuer war. Du hast da so einen Hupen gekauft. Du bist voll in Trucker-Modus gekommen. Weil wir gerade von Eistee reden und einbisseln. Trucker-Babes. Habt ihr den neuen Blabla probiert? Nein, gar nicht. In Klessheim damals, da waren wir in der ersten Klasse und da hat es über uns, unser anderem, unser Chef, der Meierhannes, die haben uns dann immer so gepiesackt. Die haben immer gemeint, sie sind die Öhren und die Coolen und sie müssen uns jetzt ein bisschen ärgern. Aber wir waren damals gleich alt, weil wir die meisten von uns, die sind aus Deutschland gekommen und die haben zumindest schon mal ein Glas mehr gemacht quasi. Wir waren im selben Alter, obwohl die eins über uns waren. Mhm. Und die haben dann immer gemeint, sie müssen kommen, müssen uns ein bisschen ärgern. Und da hat es einen gegeben, der ist jetzt mittlerweile tot. Chef von einer Bergbahn irgendwo in Österreich. Und die Namen erwähne ich jetzt mit Absicht nicht, weil die steht jetzt dann im Fokus vielleicht, diese Bergbahn. Und auf jeden Fall ist der immer einer gekommen und zum Gasser Ludwig, zu einem sehr guten Freund von mir, und hat immer von dem seinem Eistee runtergetrunken. Da hat es damals diese, was war denn das, Lipton 2 Liter. Mhm. Und da hat er immer runtergetrunken und hat es dann hingestellt. Voll asozial, wenn du wen nicht kennst oder wen nicht magst. Warum? Und der sauft aus deinem Ding aus. Na, und du trinkst ja nicht fertig. Gemacht? Ja, weil er ein Penner war. Weil er einfach ein mieser Penner war. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf, du kleine Missgeburt, dir zahle ich es heim. Und habe dann in diese Eisteepackung eingebrunst und habe die dann einfach wieder hingestellt. Und am Abend ist dann dieser Kollege Schnürschuh, der von den Bergbahnen, die jetzt dann irgendwann wieder im Fokus sind, der ist dann reingekommen und hat sich gedacht, der nimmt jetzt mal einen ganz tiefen Schluck von dem Eistee, weil er ist ja ein cooler Hund und will uns was wegnehmen. Und trinkt dann so runter und schaut dann so, er hat es nicht überrissen, aber er hat dann gesagt, wow, heute schmeckt aber schon ein bisschen komisch. Das hat mir also und deswegen ist er jetzt aufgelöst. So, wie er ist. Ich habe es bis heute nicht aufgelöst. Es war also eine innerliche Genugtuung war das in der Sekunde für mich. Aber was ist, wenn es die Person, die er eigentlich keiner getrunken hat? Oder hast du es dem gesagt? Nein, der ist ja daneben gestanden. Der waren ja alle eingeweiht in diesem Raum. Ja. Wir haben das nicht was Ähnliches. Ist die Airplay-Verbindung angehalten worden? Kein Problem. Robin? Airplay. Nein, wir haben in der Schule, ich weiß nicht, ob ihr in der Hauptschule oder in der Oberstufe Kochunterricht gehabt habt. Wir waren in Glessheim, wir haben relativ viel Koch und. Ja, nein, ich war in Hauptschule. Ja. Also vorher. Oder hast du jetzt unsere Randis angesprochen, oder was? Genau. Okay. Hallo Randis, habt ihr auch Kochunterricht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Außerdem, folgt uns mal auf Instagram. Kurze Einschaltung, Entschuldigung, dass ich da jetzt mal rein. Nein, tut mal Werbung. Ja, genau. Also folgendes: Ihr folgt uns jetzt auf Instagram, am Rande der Freundlichkeit. Ja. Ihr folgt uns jetzt auf TikTok, am Rande der Freundlichkeit, das Café am Rande der Freundlichkeit. Spotify. Genau, ihr folgt uns jetzt auf Spotify, das ist am einfachsten, weil da hört ihr gerade wahrscheinlich. Folgen, das und ist YouTube. Und YouTube, wenn ihr unsere Fressen noch nicht genug gesehen habt, schaut ihr auch noch auf YouTube. Jetzt. Werbung Ende. Und dann habe ich noch Hasslatte gehabt. Nein, jetzt geht weiter. Nein, ich wollte nur ganz kurz sagen, wir haben einen Kochunterricht gehabt und unsere Kochlehrerin war ein furchtbarer, schlechter Mensch. Und wir haben immer so eine große Tafel gehabt, sie ist am Ende gesessen und es hat immer, ich weiß nicht, drei Gänge gegeben, Salat, ich weiß nicht was. Und irgendwer dachte, das ist eine lustige Idee, wenn die Lehrerin den Salat reinspuckt. Und alle haben das natürlich gewusst und gesehen. Ja, weil sie so gemein war und so weiter. Ich weiß, kann nicht mehr erinnern, wer das war. Ich würde es voll gerne sagen, aber ich weiß es ehrlich nicht mehr.
Und ich habe das Gefühl, sie hat es irgendwie mitgekriegt. Ja. Und dann sind wir da auf den Tisch gesessen und sie hat gesagt, na, sie mag heute auf einmal keinen Salat und hat eins weitergegeben und jeder hat seines weitergeben müssen. Und natürlich hat der Erste, der neben mir gesessen ist, ganz genau gewusst und das hat wir immer aufessen müssen. Ja. Und dann hat der, während alle zugeschaut haben und alle da reingespuckt haben, hat er den Salat essen müssen. Boah, jetzt kotzt mich gleich. Aber wissentlich, das ist fast nur schlimmer, glaube ich, als wenn du es nicht weißt. Aber durchgezogen. Okay. Auf alle Fälle durchgezogen. Ja, jetzt war der dritte Hass. Geht's hier gern shoppen? Also ab und zu mal. Ja, ich schaue, aber ich habe kein Geld. Ja, aber wo gehst du dann hin? Gehst Barbe. Du so in so Einzel- Nein, aber gehst du dann eher in so Einzelgeschäfte, wo halt die Brand, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, Adidas. Gehst du dann gerne in den Adidas-Laden oder gehst du gerne in sowas wie einen Europark da? Ja. Europark. Ja, weil ich ein faules Stück Scheiße bin. Okay, also ich habe mir in Paris ja einen Haufen Geschäfte angeschaut, weil this is my passion. Mhm. Und Shopping. This is my passion. Ich habe nichts gekauft. Ich habe schon was gekauft, das übergebe ich dann erst. Ich muss euch gleich sagen, Paris, also warst du schon mal? Nein, in Paris. Die Stadt ist ultra, ultra geil. Aha, okay. Ist wunderschön. Wenn keine Franzosen dort waren. Nein, waren alle ultra nett. Uns Essen, also das ist wirklich der Himmel auf Erden, was Essen angeht. Ja, jeder, der sich selbstständig macht, möchte in der Gastro oder ist, fliegt nach Paris und schaut sich da mal an, was die machen. Oder fährt mit dem Auto, wenn der Flug kennst. Ja, oder fährt mit dem Auto, ist kein Problem. Der Robin fährt euch für 578 Euro. Ja, bei mir war es ein Vierleidensauto mit Gepäck. Kein Problem, machen wir einen Roadtrip. Auf jeden Fall war ich dann ein bisschen Geschäfte anschauen. Die Einzelstores, das ist teilweise cool, teilweise nicht so cool. Und dann gibt es ja auch sowas wie das Galerie Lafayette. Das ist sowas wie das KDW oder der Bräuninger in München. Beides sind, glaube ich, Benko-Betriebe. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Benko-Betriebe aufgezählt. Nein, aber ich war ja vor kurzem erst mal in München und da war ja ein Bräuninger drin und dann jetzt halt da Galerie Lafayette und natürlich sind das alles so Multi-Brand-Stores und da hat jeder seine eigene Ecken. Und also da, es ist kein Shopping-Center mit einzelnen Geschäften, sondern sie dann so, als wären es Abteilungen in einem großen Haus. Genau. Ein Kaufhaus. Und was aber der Ultra, also ich muss da, ich halte das immer maximal nur eine Stunde ungefähr aus, weil das so eine Overdose von allem ist. Und das, was mir am meisten immer nervt, ist die Beleuchtung drin. Da kriege ich echt Kopfweh. Weil so viele Lichter überall sind und so viele unterschiedliche Lichtfarben. Und dann gehst du da durch, dann verlierst du irgendwie Zeit und riechst überall noch Parfum. Die kleinste Violine der Welt, der Marco, ist in, nein, ist anstrengend. Ist in Paris in einem Nobel-Einkaufshaus und das Licht, da kriege ich wirklich Kopfweh. Das hält gar nicht aus. Und die Prada-Brühe aufgesetzt. Ja, das habe ich eine Zeit lang probiert, aber das ist dann auch nicht so merkst, geil. Oder? Und dann, aber es ist die Hartplatte, die Beleuchtung in Kaufhäusern. Ja, Beleuchtung in Kaufhäusern, ich hasse es. Aber ist es in einzelnen Geschäften, wenn es jetzt in einem... Nein, da ist nicht so schlimm. Ach so. Weil da ist ja zumindest ein Lichtkonzept. Da drin ist auch gerade anstrengend. Da oben, das, anstrengend. Okay, Entschuldigung. das. Alles weg. Ich habe tatsächlich aber auch Hasslatte. Ja. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Und zwar Menschen oder Gäste, die... Punkt. Nein. Ich habe das in letzter Zeit mehr beobachtet, ich weiß nicht warum, aber bei mir treffen sie halt manchmal leider auf einen Kaffee oder sowas. Und dann kommt die hin und wieder. Ja, Mann. Nein, aber ich meine, sie treffen sie im Sinne, sie machen sie aus und treffen sie da quasi. Also sie kommen nicht gemeinsam. Und das ist das Problem an der Sache. Das heißt, es kommt jemand, sitzt da und ist entweder zu früh oder zu spät. Ach so, okay. Ist doch wurscht. Ist zu früh oder zu spät und sitzt da. Und dann denke ich mir, ich bin eh schon schlecht im Service. Aber irgendwie, wenn du schon 10 Minuten da sitzt und nicht checkst, dass du zu mir kommen sollst, dann gehe ich halt doch einmal hin und sage, hey, ach so, ja, okay. Magst du schon was? Und sie so, nein, ich warte noch. Und dann denke ich mir immer so, aber warum kannst du nicht mit einem Getränk warten? Das ist so unangenehm. Ah ja, okay, verstehe. Also wenn die Leute sagen, nein, ich warte noch auf meine Freundin oder sonst irgendwas. Beim Essen verstehe ich, aber ein Getränk kann man sich schon mal auslassen. Ja, aber das ist, entweder du bist viel zu früh oder die andere Person ist viel zu spät. Und ich rede nicht von 2-3 Minuten, sondern ich rede wirklich von einer Viertelstunde, 20 Minuten zum Teil. Letztens ist eine Frau einfach eine halbe Stunde am Parkplatz gestanden. Gestanden und nicht einmal reinkommen. Okay. Und dann ist die Frau, na, Entschuldigung, und bin spät, bla, bla. Und denke mir so, das muss doch nicht sein. Und gestern war eine Gruppe da von 4 Mädels, ultra lieb übrigens, falls sie zufällig den Podcast hören. Ist und das ultra lieb? Nein, wirklich. Also ich habe am Anfang gedacht, boah, die gingen mir am Arsch, halt die Fresse. Da ist eine reingekommen, um 5 Minuten nach 9 noch aufsperren, hat sie hingesetzt und ist hinten gesessen, in der allerhintersten Ecken. Ja. Und dann gehe ich halt irgendwann mal. Die Öffnungszeiten, das ist ein Wahnsinn. Nein, und dann gehe ich hin und sage, hey, magst du schon was? Und sie so, nein, sie warten nur auf eine Freundin. Und ich so, gut, passt. Dann vergehen 10 Minuten, dann kommt die nächste. Und dann haben wir gedacht, okay, es ist schon 20 noch. Und sagt sie, ja, bestellen deine Elf Uhren, oder? Sage ich, ja, genau. Und dann gehe ich nochmal hin, sage ich, bin ich deine Freundin, auf die du wartest? Ja. Sag ich, ich bin jetzt da, hi. Wir können jetzt bestellen. Nein, dann sagt sie, nein, es kommen noch mehr.
Und dann sind die anderen auch eingetrudelt und ich schwöre euch, was, wenn sie, dann bin ich nochmal hintergegangen, sage ich, wartet ihr nur auf irgendwas? Nein, wir müssen nur schauen, was wir wollen. Und ich denke mir so, ich habe einfach 8 Sachen zum Essen auf der Karte. Wie lange kann das dauern, das anzuschauen? Ich schwöre dir, bestellt haben sie um 9:55. Okay. Also die sind einfach fast eine Stunde hinten gesessen. Ohne, und dann also, guck mal, bestört Vollgas. Ja, aber pass auf, wenn du dir jetzt ein paar so Outfits hinten herrichst und ein paar verschiedene Perücken und die dann einfach zu so einzelnen Personen, die halt warten, einfach, so, ja, hi, ich bin jetzt da. Ja, so wie ein Taxi-Dancer. Hi, Süße. Ja. Ja. Ah, ja. Hi, Schatzi. Na, oder Leute, die laut aussitzen. Letztens war auch nicht da, das habe ich, weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, die ist da gesessen und hat, die war entweder so in sich gekehrt und glücklich und self- Weiß ich nicht, die ist einfach da gesessen, hat einen Kaffee bestellt und hat einen Kaffee getrunken, ist da gesessen, hat kein Handy gehabt, hat keine Zeitung gehabt oder sonst irgendwas, war aber sicher maximal, wenn überhaupt, 30, wenn und ist einfach nur da gesessen und hat so... Übers Leben sinniert. Aber Allah, und dann denkt man so, es ist eh voll traurig, dass wir das nicht mehr kennen. Früher war das ja ganz normal, oder früher, wenn du mit dass deinem Essen irgendwo gesessen sind. Nein, aber das halt... Du hast dich selbst beschäftigt. Das ist immer. Mir noch nie passiert. Ich beschäftige mich eben auch. Aber was hast du früher gemacht? Aber fairerweise brauche ich ein Handy für, ja, stimmt. Also, das Johnny Sins. Ich habe nämlich gegoogelt letztens. Nein, ich wollte nur, also wenn du aufs Klo gehst zum Beispiel, du bist mit dem Essen, die Person geht aufs Klo, du hast instant ein Handy in der Hand zum Beispiel, oder? Bei dir nicht, weil da kann ich mich mit dir unterhalten. Ja. Am Klo? Okay, passt. Hä? Na, ich hab's gerade gehört. Wenn du irgendwo mit jemandem bist und die andere Person geht aufs Klo oder so, was machst du denn dann? Wenn du einfach durch die Klo unterhalten. Ja, oder einfach die offen lassen. Ja, zum Beispiel. Nein, wenn du halt im Restaurant sitzt am Tisch und die andere Person ist weg, was sitzt du dann so da? Nein, ich laber halt irgendwie einen anderen so. Hä? Schnitzel gut, oder? Ja. Das gibt's bei Robin nicht. Ja, nur nicht. Nein, ich verstehe das nicht. Nein, ich kann das nicht verstehen. Nein, und das ist mein, warte, ich habe es nämlich aufgeschrieben, das ist mein Hasslatte, nur das ist nicht, ich verstehe nicht, warum Leute, wenn sie warten oder warten müssen, dass sie dann keine mehr ein Glas Wasser trinken. Nein, warten. Ey, da bestell dein Cappuccino jetzt schon. Und dann ja, drittes Mal komme ich nicht. Okay, ich habe auch Hasslatte der Woche. Ich wollte euch nur mehr ausreden lassen. Weil, das stört dich. Also, ich, ich bin letzte Zeit ja wieder mehr am Fernsehen. Wirklich? Ja, genau. Und ich kriege jetzt wieder quasi, nennen wir es analog Fernsehwerbung wieder mit. Okay. So, Ziel. Wann? Na, so. Die Werbung war nur im Super-RTL. Wann ist das passiert? Wann ist das passiert, dass euch lauter Werbeagenturen gesagt haben, ihr müsst jetzt in eure verfickten Werbespot selber singen. Wann ist das passiert? Wertstoffrecycling und da. Ihr könnt's nicht singen, ihr sollt's nicht singen und nicht in einer fucking Fernsehwerbung. Jeder! Was? Welcher Recycling? Keine Ahnung. Alle. Sportkasse. Alle müssen singen. Und am besten noch, da zahnst den letzten Lagerarbeiter vor die Kamera und sang ihm auf Autotune, du singst jetzt Wertstoffrecycling und Ding. Nein! Ich verstehe schon Teambuilding und dies und das, aber nein, ich will nicht mehr, dass wer in der Werbung singt, die ich schaue. Lass das einfach! Aber so ein Jingle, oder was? Ja, so Cover-Scheiße! K-Glas repariert. Nein, das ist ein Werbejingle. Das passt. Niemand, das Holz gewonnen. Das passt schon. Das ist alles okay. Scheiße, ist aber okay. Ach so, du meinst so Cover-Versionen. Ich weiß genau, was du meinst. Die Sportkastenwerbung. Die alle. Wo alle selbstständig. Ja, nein, jetzt habe ich es im Kopf. Ja. Da, aber ich bin auf Standby, oder? Ja. Ja, Alter. Nicht einmal schreien geht noch durch. So, okay, das war meine Hasslatte. Ich habe ein Geschenk für dich. Folgendes gleich. Wenn der Blutdruck schon mal so hoch ist, dann muss man das nutzen. Nein, da müssen wir jetzt. Das ist ein Fart. So. Nein, das triggert mich. Ohne Scheiß, ich muss einfach wegschalten. Alter. Wenn die, vor allem nicht nur eine, wo du denkst, das war mir nicht. Die einzigen, wo es richtig cool war bei Milka. Ich hasse Mandeles. aber lass ihn in Ruhe, Arme. Aber das Beste, was Mandeles. Das ist der einzig bekannte Sänger. Ich hast eigentlich erst gesagt, ich hasse ein Mengele. Das war ein Nazi-Doktor, glaube ich. Mandeles. Wer? Der Eigentümer von Milka halt. Ja, voll. Also. Die ist das. Aber da die You Got The Love-Werbung war super. Das ist das Einzige. Aber alle anderen, spart es euch. Ich brauche keinen brauch Rap. Aber ist es billiger als das Original-Lied? Wenn es ja, Cover ist? Ja, aber nicht Rap, besser. Rap, das liebe ich.
Ah, die Milch, die ist so super lecker. Ja, die kommt doch von der Kuh. Nein! Und wenn ich die gern trinke, dann aus meinem lila Milchschuh. So. Nein, 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 nein. Aber rappen muss man China. Nein, 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 nicht. Ganz auf zum China. Aber kennst du denn, es gibt so einen Typen auf TikTok und Instagram, der rappt Kinderbücher. Kennst du den? Das muss ich mal schicken. Das ist so geil. Der hat einfach Kinderbücher und die reimen sich voll oft. Ach so. So, ja. Und der rappt einfach die Geschichten von Dr. Seuss oder keine Ahnung was. Er rappt die einfach durch und es ist so gut einfach. Ja. Schon voller Tränenwasser. Ist gestern was passiert. Ja. Ich hab Bart. Kann man waschen. Was? Kann man waschen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber nur bei 30, bei 30 Grad. Ich hab mein Auto abgestellt und hab mir einen Parkschein gezogen, okay? Okay. Dann leg das rein und dann gehe ich am Gehsteig. Und habe eine Leine gezogen. Nein. Und geh so auf der einen Straßenseite am Gehsteig und auf der anderen Straßenseite am Gehsteig, also relativ kleine Nebenstraßen, geht eine Frau, ungefähr versetzt so 3 Meter vor mir. Also ich sehe sie von hinten, sie sieht mich nicht. Auf einmal, und das war in einem, da waren einige Bäume, so, also das war quasi in der Natur. In eine Allee. Quasi. Das war quasi in der Natur. Ja, nein, ich, auf das muss ich auch, warte kurz. Die drei Namen mir im Nein, das muss ich in der Natur sagen, weil sonst ist es voll komisch. Nein, das war nicht mehr. Und auf einmal, also so ein scheiß Vogelfiech macht auf einmal. Und die trat sie um, ich schwör das, die trat sie um zu mir. Trat sie um zu mir. Ich hab nicht gewusst, dass sie da soll. Wieso bist du nicht hinter dem Auto so verschwunden? Oh shit, boom. Klein niedergelegt. Das war mein Leben. Oder du hättest einen Herzinfarkt vor deinen Schmerzen oder so. Ja, aber ich hätte blind. Ja, ja, oder Tourette-Syndrom. Fotze! Dieser scheiß Vogel, Alter. Dieser sexistische Arschloch. Ja, aber wenn du das siehst, hey, ich war das nicht, okay? Ich bin kein dicker Perverser, der hinter dir geht und die einfach so abfällt. Es war echt ein Vogel, das ist mir echt leid. Der Vogel ist das Letzte einfach, ja. Alter, Vater, das haben wir echt ein bisschen gestresst, was ich sage. Aber mir ist es auch schon mal passiert, nein, so was Ähnliches passiert. Viel unangenehmer, ist es auch überhaupt nicht lustig. Aber ich habe mal im Europark in einem Lift, ich wollte vom Lift fotografieren, wir sind im Lift stecken geblieben zwischen 2 Stockwerke. Ah ja. Das ist im Glaslift recht lustig, weil dann sehen die Leute oben, schauen so runter und die Leute wollte ein Foto machen. Und da war eine Frau mit einem kleinen Kind, auch im Lift mit einem Kind im Kinderwagen. Und die hat einfach geglaubt, ich habe von dem Kind ein Foto gemacht. Ja, okay. Also so, aber mit Blitz und Klickgeräusch und volles Programm. Und dann schaut es mich an und da ist ein Stückchen nach hinten gegangen. Und ich so, keine Sorge, ich mag ist keine für die Kinder. Private Sammlung. Post die nicht. Die speichere die nur im Darknet. Na weh, na. Aber die war kurz davor, dass wir dann, und dann waren wir 10 Minuten in dem Lift, bis wer gekommen ist und uns raufgeholt hat. Die haben die Türen aufgemacht, dann haben wir raufklettern müssen, war lustig. Die haben gehieft, die haben einen Kran holen müssen für mich. Nein, sie haben unten so alle auf die Schultern, bis dann ein Lift ausschirmt. Ja, aber es war nur 1 Meter, es war nicht so schlimm. Ach so. Ja. Okay. Bis nächste Woche. Besser wird's nicht mehr. Nein, ihr merkt es. Gib mir mal, wo ist dein Geschenk? Ach so, ja, ich habe dir Geschenk mitgenommen, weil, wie du weißt, ich war ja in Paris und ich nehme da ja aus dem Ausland immer was mit. Robin, ich habe für dich geschaut, es hat irgendwie nichts Gescheites gegeben und beim Wolfi nehme ich ja nichts Gescheites mit, de facto. Nein, es ist voll gut, ich brauche nicht nur mehr klumpert. Nur mehr klumpert? Oh, das ist aber gut eingepackt. Oh. Was ist das denn? Ja, schau hier. Ach, schau, Sugar Report. Plateau, croissant, Brême und der Fromage, Alter. Oh, Saveur de France. Der Baby Bell. Ja, genau. Echter. Da freue ich mich, aber das ist, danke. Das ist wirklich, wirklich cool. Also, was Kühlschrankmagneten angeht, ist der schon... immer das Ja aus dem Brett. Ja, immer dabei. Das ist total wichtig. Auf jeden Fall, Robin, du hast es ja vorher schon angesprochen, es war ja diese Gemeinderatswahl. Es geht ja jetzt weiter mit einer Stichwahl, logischerweise. Habe ich auch eine Geschichte mit Tante Wahl. Das ist eigentlich dann so duellmäßig, ja, dass beide ans Pfeil kriegen. Und auch hier wurde der Fedehandschuh geschmissen und jetzt müssen sie duellieren. Vielleicht wie in einem Western, man muss 20 Schritte jeder nach, einer nach Osten, der andere nach Westen, dann umdrehen und dann papau. Ja, und wer überbleibt? Wird's nicht. Irgendwie so. Der geht ins Gefängnis.
Genau. Ja. Nein, ich muss ja nur ganz kurz die Geschichte dazu erzählen. Ich war am Sonntag ja gleich um 7 in der Früh wählen, weil sonst habe ich einen Stress mit dem Brunch und sowas. Und es ist ganz lustig, weil ich habe sehr viel Leute im Freundeskreis, die alle so im Andréviertel wohnen. Also alle in Walking Distance. Und ich, wenn ich euch sage, dass jeder einfach woanders hingehen müssen zum Wählen, das ist komplett absurd. Wir in die Paris-Lothran-Straßen, die was aber ein Haus weiter wohnen, in die Glockengasse, die was drei Häuser weiter wohnen, in die, keine Ahnung was für Straßen, also ganz lustig. Und dann war ich da in der Früh und dann sitzen da so lauter in der polytechnischen Schule, in der Paris-Lothran-Straße, sitzen da so keine Ahnung, vier so weiße alte Männer drinnen. Und die waren total nett, aber ich glaube, ich war der Erste oder der Zweite vielleicht. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, da, und du musst ihm da eintragen und du musst ihm da eintragen, haben sie irgendwie geredet, passt. Und dann haben sie mir das Kuvert gegeben. Also sie haben da gar nicht vorgeschlagen, dass du eine Frau wählen kannst? Nein. Also. Nein, sie haben mit sich selber geredet. Der eine, sie sind so nebeneinander gesessen, der eine hat zum anderen gesagt, du musst die Hausnummer da reinschreiben und das da. Dann haben sie mir das Kuvert gegeben, sagen es nicht zukleben. Dann denke ich mir so, okay. Und dann gehe ich da halt rein, mache meine Kreuzerl und so weiter, komme raus und dann sage ich, und jetzt? Und dann schauen sie so, die Wahlurne. Und die ist nämlich in der Ecke am Boden gestanden. Dann haben sie die Kisten hingestellt. Und dann gehe ich raus und dann ist, glaube ich, der Kollege von der ÖVP vor der Tür gestanden. Ja. Also nicht der Greibich, sondern der... Der Mitgutspäder. Ja. Was weiß ich, wie der hat. Ja. Genau der. Und servus. Und ich so, ich muss gehen. Und bin einfach davon gelaufen. Für den ist ja nicht so gut gelaufen. Ja. Aber kann der jetzt bei uns mitmachen? Ist der jetzt arbeitslos? Der Peter? Ja. Nein. Ich glaube, um den, nein, um so Spin-Doctors muss man sich am wenigsten Sorgen machen. Also um die Leute im Hintergrund, nicht nur die, was vorne stehen, genau, und ablusen. Die, ja, die, was fallen. Genau. Ja. Ja. Also Bürgermeisterkandidaten kommen und gehen, aber ja, der Geschäftsführer oder immer, was auch immer, der ist, bleibt. Das Spin-Doctor. Auf jeden Fall habe ich mir dann folgende Frage gestellt. Mhm. Wenn ihr jetzt euch politisch engagieren müsstet, wollen würdet, ja, welcher Partei würdet ihr euch ausschließen? Eigene Gründen. Theoretisch. Boah, das sind alle scheiße, über die eigenen Gründen. Ja, glaube ich. Liste, ja, Wagner. Ja. Sowas. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob so die so Gemeinderatswahlen, also im Umkreis, also auch die Landgemeinden und die kleineren Gemeinden angeschaut hast. Interessiert Marco ist nicht. Nein, aber da passiert schon öfters, dass so kleine Listen richtig weit vorn sind. Mhm. Ja. Die, was halt irgendwann einmal gesagt haben, so, warum sollten wir jetzt da noch. Ich habe jetzt aber nicht die genaue Zahl im Kopf, aber sagen wir mal, es waren 120 Gemeinden, die generell im Bundesland Salzburg gewählt haben und ich glaube 80 davon oder 70 haben auch noch einen Bürgermeisterkandidaten gestellt. Ja. Ja. Das heißt, das ist von Haus aus gleich. Das ist voll oft so. In Eugendorf war, glaube ich, der gleiche Bürgermeister 40 Jahre lang Bürgermeister oder so. Da hat sich gar keiner aufstellen lassen, weil wenn eh alles passt, mehr oder weniger, dann mei dann. Aber Wolfi, ich würd gern dein Spin-Doktor werden. Ja, Alter. Ich bin gern zum Bürgermeister. Nein, jetzt sind wir uns ganz ehrlich, liebe Bürger und Bürger, wie die Politiker das ja, ganz sagen. Bürger und Bürger. Bürger und Bürger. Ja, das Johnny, mein Freund. Also, wann wer das Internet aufmacht. Was ist mit Landeshauptmann? Und mein Name gibt. Was ist mit Landeshauptmann? Na, ich sag's euch, wie es ist. Landeshauptfrau? Ja, okay. Und wir deren den Dings? Titten? Ja, nein, ich weiß zum schon. Beispiel. Ein bisschen rasieren. Das ist gut, ich find, bist halt sehr untertönig, Dagmar. Du bist halt wirst ein du, bisschen wirst, frech, das Dagmar. Kann ich die zum Bürgermeister dann machen? Auf jeden Fall. Okay. Nein, hey, aber ich bin halt das korrupteste Stück Scheiße. Nazis, Kommunisten, aber Schwule kommen mir bitte nicht in den Mehr Regenbogen, nein, Zebrastreifen. Jetzt haben wir diesen scheiß Zebrastreifen gebaut. Das muss rein. Dir genug. Ja, hallo. Nein, aber ich wäre halt so, weißt du, bei mir kannst du dann um 50 Euro Grünlandumwidmung kaufen, hundertprozentig. Okay. Ich mach da alles. Hm. Ich bin nur korrupter als die ÖVP, also ja, es gibt ja den Ansatz, dass ich bin korrupt. Ja, es gibt ja den Ansatz, so wie bei NASCAR und bei der Formel 1, dass Politiker einfach auch so Jackets anhaben müssen, wo ihre Sponsoren oben stehen. Ja, ja, ja. Das war viel transparent. Wie bei den Festspielen, so Siemens, Benko. Ja, der steht nirgendwo mehr drauf. Ja, aber außer ist ja lang drauf gestanden. Ja, da machen wir uns keine Sorgen. Aber Formel 1, was geht da eigentlich so? Ja, ich muss euch sagen. Alles scheiße mit. Nein, aber es ist Drama. Gut, dass wir drauf aussprechen. Weil der Lewis Hamilton ist traurig, dass er scheiße Jungs, ist. Nein, Jungs, ich sag's euch, ich schwör's euch, ich hätte es mir ja nicht sagen traut, aber es geht um alles, okay? Nicht sportlich geht es um gar nichts. Okay? Ja, so, weil der Verstappen fährt einfach mit 6 Minuten Vorsprung heim. Also der, ich schwör das, der zieht sich nur die Unterhosen an, da starten die schon, ja. Da fährt er so mit dem Ärmel außer, fährt er so mit einer Hand, fährt der den Scheiß komprimiert und gewinnt ihn trotzdem, okay? Langweilig, aber Skandale über Skandale. Ihr habt ihr das mitgekriegt mit Red Bull?
Ja, dass der Horny Horner, der Teamchef, accused wird, dass er ein Techtelmechtel mit einer Mitarbeiterin gehabt hat. Das darf aus nicht. Aus der, also ein Boxenluder-mäßig? Nein, oder? Schon eine Assistentin, so, sagen sie ihm halt nach. Also doch. Ja. Ein Boxenluder. Ja. Das ist schwierig, schwarz im Song. Der Marco ist da ganz drastisch. Alle Frauen bei der Formel 1 sind Boxenluder. Ja, aber es ist wirklich total wild, weil das ist halt rausgekommen und dann war natürlich die ganze Welt, oh mein Gott, das ist der MeToo, dies, das. Und dann hat Red Bull bzw. der Horner und sein Anwalt eine unabhängige hier Untersuchung angeordnet, wo nichts rausgekommen ist. So. Mm, ja, und dann sind die Chats rausgekommen. Genau, und dann sind diese Chats geleakt worden und jetzt, okay, also so Screenshots von Chats sind geleakt worden, wo so der Horny Horner so in der Nacht so. Aber ich verstehe das Problem nicht, weil das nicht consensual oder was ist das Problem? Ist so, noch wach? Fragezeichen. Ja, genau, solche. Und also wann es überhaupt die richtigen sind, das ist alles allegedly logischerweise. Mhm. Aber diese Chats sind dann rausgegangen und dann wurde der Dr. Helmut Marko verdächtigt, diese Chats. Ist der Doktor? Ja, der ist Doktor. Diese Chats verschickt zu haben. Und ich schwöre es dir, dieses Interview war einfach das Geilste. Da steht einfach dieser Moderator? Tatterkreis an Dr. Helmut Marko. Es tut mir total leid, super smarter Mann, aber der ist super smart, außer sein Telefon, das ist definitiv nicht smart. Der einfach sagt so, hey, liebe Freunde, schau ich so aus, als ob ich Chats leaken könnte und so. Aber was total spannend ist, weil er ist dann natürlich auch im Team mehr oder weniger so, hat es zum Brodeln angefangen und hat dann gesagt so, ja, es kann, also er hat die Anweisung, dass er nicht mit der Presse redet so, weil das ist mehr oder weniger ein Suspendierungsgrund, während er mit der Presse redet. Ja, und hat er dann gesagt, der Einzige, der sich der er suspendieren kann, ist er selber. Nein. Das hat er in einem Interview gesagt. Ist der Martin jetzt? Nein, aber nicht mehr. Das ist halt der Mutterkonzern mittlerweile. Aber er hat gesagt, er kann sein, dass nächste Woche nicht mehr dabei ist. So. Das kann sein, dass es mein letztes Interview ist. Ja. Aber jetzt ist es super spannend, weil anscheinend hat der Max Verstappen in seinem Vertrag drinnen steht, der eigentlich nur langjährig oder nur länger mit Red Bull ist. Wann der Helmut Marko geht, kann er auch gehen. Ja. Jetzt werden sie natürlich alle ultra nervös. Der Toto Wolff. Wenn die woanders hat hingehen. Hat er gesagt, sind ja schon seit 10 Jahren mit ihm im Gespräch. So, ja, so. Hey, kommst du bei? Er hat gesagt, zum Helmut Marko, wir brauchen ein noch Maskottchen. So quasi, kommst du, mach mal. Also da ist gerade... Aber der Toto Wolff hat gesagt, der Max Verstappen fährt noch da, wo das schnellste Auto ist. Und das ist halt Mercedes offensichtlich nicht. Ja, aber glaubst du, das setzt sie irgendwer rein und gewinnt trotzdem? Also es liegt sicher viel im Auto. Aber jetzt, wenn wir in dem Rabbit Hole sind, der Adrian Newey, der Chefingenieur und der die Autos baut bei Red Bull, der ist auch so am Team-Shopping. Der sagt auch so, der baut das Auto. Das heißt, wenn die beide gängen, dann gute Nacht Amerika. Ja. Gute Nacht Amerika. Gute Nacht Amerika. Genau, ja, nein, das war mein F1. Guilty Pleasure. Ja, genau. Das, was war ein Formel-1-Team, bei dem du gern anheuern würdest? Naja, ich finde das Red Bull Team schon sehr cool, muss ich sagen. Wirklich auch, da würde ich gerne in der Box arbeiten. Weil die haben ja das fetteste Soundsystem. Als Reifen. Als Jeep Happy. Nicht als Reifenwechsler, als Reifen. Ja, super, kann ich mir mal einschrauben? Das ist gut. Ja, auch super soft. Und wo schrauben Sie alle Schrauben rein? In den Bauchnabel. Ja. Wann braucht man super soft? Das Gegenteil. Ja, genau, da brauchst du super wet oder intermediate, aber super soft ist. Super wet ist jetzt diese komische asiatische Modemarke. Nein, das ist die Kategorie neben Johnny Sins. So, nächstes Thema bitte. Okay, alles klar. Ich habe nur ganz kurz einen Einwurf, ob Sie das mitgekriegt haben. Neues Thema. Ja, okay. Kate Gate, ja, habe ich mitgekriegt, ja. Dass die wahrscheinlich tot ist. So naja, wahrscheinlich tot. Ich weiß nicht, was wir reden. Von dem schlecht gefotoshoppten Bild von Kate Middleton, was sie gepostet hat. Ah. Ist so schlecht fotogeschoben. Erste Frage. Das habe ich aber nicht gesehen, tatsächlich, das Foto selber. Nein, das ist einfach nur ein Foto mit den Kindern, wo sie halt sagen wollten, weil von ihr hat seit Monaten keiner was gehört und gesehen oder sowas und sie wollten halt quasi sagen, zum englischen Muttertag
Foto mit den Kindern und dann war das aber so schlecht, dass du überall siehst, dass... Was hatten die eigentlich? Sie haben gesagt, offiziell irgendeine ganz normale, routinemäßige Bauchoperation oder sowas. Und jetzt gibt es die ganz argen Gerüchte, dass sie vielleicht schon seit der Operation im Koma liegt oder sowas und gar nicht mehr am Start ist oder so. Weil das Foto, und ich bin in einem fetten Rabbit Hole bei TikTok, das Foto und alle Fotos von den Kindern sind zusammengestückelt aus Outfits, die es vor ein paar Monaten bei irgendeiner Weihnachts-Fotoshooting angehabt haben. Also von oben bis zu die 14 komplett gleich. Und ihr Gesicht schaut aus wie ein Covershooting von 2017 und so weiter. Und das ist ja richtig verschwörungstheoretisch. Also wirklich, aber schaut halt tatsächlich sehr ungut aus. Und sie hat dann persönlich nochmal sich entschuldigt oder halt irgendwer den TikTok-Account oder den Ex-Account betreut und gesagt, hey, ja, ich wollte das Foto so bearbeitet haben, tut mir leid, bla bla und so. Und jetzt dann leider aber halt, das wäre das voll das Drama. Und es geht aber nicht um das, dass das Foto schlecht gefotoshoppt ist, weil das hätten wir bei der Kardashian schon tausendmal gehabt. Aber es geht darum, dass sie seit Monaten keiner gesehen hat und keiner weiß, was los ist. Ja. Und das PR-Team vom Buckingham Palace ist so dermaßen scheiße in allem, was sie machen. Ich weiß nicht, wie man so schlecht sein kann. Weil dieser Job für die. Deine Kunden doch einfach ein 1-Minuten-Video von ihr daheim, get ready with me. Na, keine Ahnung. Ja. Oder einfach ein kurzes Video. Oder ja, vielleicht fühlt es nicht. Oder ein Deepfake. Ja, oder ihr geht es wirklich nicht gut. Ja. Aber was hat es jetzt? Und der Charles und sie sind schon längst angeratzt in Wirklichkeit. Nachdem hat man, den hat man sogar gesehen letztens, also live, also in echt. Aber was denn? Das sind alles Verschwörungstheorien, ist wurscht. Monarchie hat sowieso abgeschafft, ist alles scheiße. Aber wenn wir schon bei den Tiefen des Internets sind, ja. Ich würde total gerne eine neue Kategorie eigentlich anfangen. Das Internetschmankerl der Woche. Das Internetschmankerl der Woche. Das Rabbit Hole of the Week. Nein, also ich hab da zwei Ansätze. Also wir können uns einmal über Internetschmankerl unterhalten. Ich würde aber auch total gerne, weil ich weiß, ihr zwei seid schon Internetprofis, aber... Zu wenig. Aber das, was ich mache, ist krankhaft. Ja. Und mich würde interessieren, ob unsere Zuhörer und ZuschauerInnen in derselben Bubble sind. Darf ich dir das Haar, du hast ein Haar im Mund, darf ich das auch. Das ist, kommt aus meinem Gesicht. Jedenfalls würde ich euch gerne einfach. Liebe, die sind jetzt gerade abgelenkt. Ich würde euch jetzt gerne einfach ein Stichwort geben oder einfach ein paar Phrases hier haben. Ihr, ob ihr wisst, um was geht. Okay, es geht um Nala, Walkies in Weebies. Can I get a mouse snappy? Nala, Walkie, Weebie. Snappy, Snappy. Ah, Big Snappy, Big Mouse Snappy. Ah. Das würde ich gerne einfach so stehen lassen. Das hat sie gerade sehr akkurat noch irgendwo da. Unglaublich geiles Snippet. Das würde ich gerne so stehen lassen und würde gerne wissen, ob sie in derselben Bubble sind wie ich. Okay. Und dann das Internetschmankerl der Woche oder auch der letzten zwei Wochen ist für mich der Anzeigenhauptmeister. Ja. Den kennst du, oder? Haben wir da drüber geredet? Nein. Du kennst den Anzeigenhauptmeister? Der, ich sag's dir ganz kurz. Ein 18-jähriger Saupreis, der was... irgendwo in Mitteldeutschland oder sowas, dem seine Lebensaufgabe ist, dass er in jeder Gemeinde in Deutschland Strafzettel verteilt. Es gibt nämlich in Deutschland anscheinend eine App, wo du quasi als Privatperson Leid anzeigen kannst, oder? Ja, genau. Das ist richtig so. Mhm. Und dann fährt der rum und der hat so ein Radl und hat immer so Warnwesten und so ein neon-oranges Outfit an und hat der Polizeischüler selber bastelt das hinten auf seinem Radl drauf. Nein, es steht Polizvieh. Achso. Nicht Polizei, Polizvieh. Genau. Polizvieh. Und... Aber so FEE, weil er die Kies verteilt? Nein, und dann fährt er herum und der zeigt halt alles und jeden an, inklusive seinen Nachbarn. Aber halt, weißt du, wenn es so 1 Zentimeter auf dem Gehsteig ist, Anzeige ist raus. Ja. Er ruft Leute an, weil es irgendwo, der ruft die Feuerwehr an, weil es irgendwo brennt, weil er hat einen Rauchmelder in einem verlassenen Gebäude, wo seit 20 Jahren keiner wohnt. Also komplett crazy. Dann ruft er die Polizei an, weil er quasi diese Meldung machen will. Dann kommt die Polizei und dann sagt, es ist ein Stern-TV-Doku oder irgendwas so in die Richtung. Und sagt er so, die Polizei, da ist jetzt auch gleich Strafe fällig, weil das Kennzeichen kann man nicht. Gesehen. Wo ich mir denke, ein Junge. Das ist der Oberallmann. Junge. Ja, cool. Sein Ziel ist, in jeder Gemeinde in Deutschland einen Strafzettel zu verteilen oder Anzeigen zu verteilen. So, jetzt sind natürlich auch die großen. Das realistische Gold. Aber verdient er dann auch mit dem er Geld? Nein, er nicht. Kriegt er von den Anzeigen? Keinen Cent. Nein. Okay. Nein, er hat jetzt diese Fernsehdings. Aber so. Die ganzen Streamer, also großen Streamer, sind natürlich auch aufmerksam geworden auf ihn. So wie wir offensichtlich. Ja, genau. Ein großer Streamer. Ja, wir sind groß und die anderen sind Streamer. Dass sie einem quasi so die Tipps geben, so hey, komm doch mal nach Frankfurt ins Bahnhofsviertel, da packen sie alle komplett wild. Und anscheinend... Der Baba Hafti wartet auf dich. Anscheinend hat er jetzt schon Schläge gekriegt von Fußballfans. Genau. Aber das ist mein Internetschmankerl. Aber hast du auch Internetschmankerl? Oh ja. Ja? Und was für eins. Oha. Okay. Ohne Scheiß, pass auf. Und zwar ist mir angezeigt worden auf Facebook. Vom Anzeigenhauptmeister? Nein, nicht vom Anzeigenhauptmeister. Du bist angezeigt worden. Nein,
Ich habe ein ganz tolles Foto gefunden. Und zwar war der HC Strache unterwegs. Ach, unser aller Liebling. Ja. 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 Und du folgst dem auf Facebook. Nein, pass auf. Ja. Und zwar... mit Paul Thürnberger. Nein, er war unterwegs und da war ein DJ, der da etwas Musik gespielt hat. Und zwar war er beim Tom Novi. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Kennst du einen Tom Novi? Ich bin zur Legende. Welcher Lied ist von ihm? Wer ist der Novi? I don't want nobody. I don't want nobody, baby. But you. So viel zum Thema, wir sollen nicht singen. Ja. auf alle Fälle steht da noch ein Foto HC Strache mit dem Tom Novi. Wer hat das gepostet? Und es steht dabei, der HC Strache hat es gepostet, aber geteilt hat es die Frau vom Tom Novi. Aber es steht auf alle Fälle dabei, wer sich an Ibiza erinnern kann, war nicht dabei. Tom Novi und HC Strache, zwei Ibiza-Legenden in Wien. Das finde ich wieder, das finde ich absolut geil. Also ich würde ja mittlerweile nicht mehr auf ein Foto mit dem HC Strache trauen. Ah, doch, mittlerweile finde ich es wieder lustig. Ja, der Typ ist so lost, Alter. Aber das ist schon ein hartes Internet-Schmankerl die Woche. Ja, aber war es er das, glaubst du, was die dazu geschrieben hat? Ob er das weiß? Nee, ob es der HC weiß? Nein, der HC hat das geschrieben. Ach so. Wer nicht dabei? Die hat es nur geteilt. Ja, nein, okay, aber Selbstironie, ganz ehrlich, so wenn man so tief gefallen ist wie er, kann man doch ändern, weil das ist lustig drüber. Ja, aber trotzdem, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile mich noch trauen würde mit dem HC Strache. Ich habe ja auch mal eins gemacht, aber ich finde es nicht mehr. Aber das ist schon ganz lang her, wirklich. Okay. HC Strache, HC Strache, Roman Raffreider und ich mit drei Jägermeister in Hand. Jeder. Ja. Also du hättest damals auch die Bundesregierung zu Sturz bringen mit dem Foto. Ja. Und jetzt doch lassen wir mal die anderen machen. Wirklich problematisch. Das ist garantiert. Hey, ich würde gerne eine Einsendung von einem Randischen würde ich gerne besprechen. Gönne. Und zwar hat die Nadini uns geschrieben, war letzte Woche in Rotterdam und in Beisel haben sich eine Gruppe Burschen, offensichtlich auch aus Salzburg, über Paris Ferraris unterhalten und haben Wolkens Lachen nachgeahmt. Ziemlich lustig. Also, wer von euch war in Rotterdam und wer kennt Paris Ferraris? For real. For real. Bitte meldet euch. Also, Paris Ferraris. Malaka. Ja. Das ist die griechische Version vom Horst Lichtersheim, oder? Ja, genau. Ja. Die griechische Version vom Lichterhorst. Aber, aber wir sind ja dann quasi international unterwegs. Ja, das haben wir ja sowieso schon. Rotterdam, Paris, Deutschland. Es hat uns doch letztens jemand geschrieben aus Norddeutschland irgendwo, von wegen, dass er jetzt irgendwie auf unserem Podcast gekommen ist. Ich frage mich zwar, wie viel er versteht davon, wahrscheinlich nicht viel. Schon, er hat gesagt, er versteht es. Aus dem Kontext. Ja, so wie der John Boy. Also. Ja. Oh. Der hat mir übrigens gerade geschrieben. Echt, oder? Ja, voll. Er steht vor der Tür. Na, ich hasse euch. Achso, da kommt noch mehr. Lustig. Aber er so, yes. Just wanted to say, your podcast is fantastic. You're doing such a good job with the video too. Das andere kann ich jetzt leider nicht mehr vorlesen. Johnny Sins. Weil er hat just, die Rechnung angehängt. Just genau. Wag my dick off. Ich habe nur ganz kurz gemerkt, ich habe das ja nicht rausgeschnitten, er hat ja nichts gesagt, aber ich habe nur ganz kurz gedacht, wo er gesagt hat, dass er für ein Video 15.000 Euro verlangt, habe ich gedacht, fuck, wenn der uns jetzt eine Rechnung schreibt. Nein, das habe ich tatsächlich im Vorhinein schon. Ach so, okay. Wir haben gesagt, Bruder, wir sind broke-ass Motherfuckers, aber wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn du kommst, aber Geld gibt es keines. Wir können nichts anbieten, außer billiges Leitungsmineralwasser. Es gibt eine gute Zeit, aber das war es auch. Gute Zeit und dicke Jungs. Das ist die Folge. Ja. Apropos, weil du gerade sagst, apropos dicke Jungs, ich war bei dieser Baut-Ausstellung da in Paris und wir sind dann noch ein Essen gegangen und dann waren da ein paar Blogger-Chicks halt auch mit, Influencer-Girls, schon mit ein paar auf dem Tacho, nicht so wie wir, wo die irgendwo umkrebsen, sondern so mit richtig also Follower. Sechsstellig. Und dann ist es um irgendein Thema gegangen und dann... es ist irgendwie gegangen, entweder ich habe einen Typen, der entweder viel Muskeln hat oder halt einen, der schlau ist. Ja. Und dann habe ich so in die Runde gefragt, hey Mädels, wie seht ihr das eigentlich so? Habt ihr gern Hirn oder Muskeln? Und die einstimmige Antwort von alle war eigentlich Hirn. Penis. Ah. Das war keine Option, aber okay. Ja,
Aber es haben dann alle gleich, es haben dann alle, scheiß auf Hirn und Muskeln, Pimmel. Bumsen muss er, ja, schwer muss er dickes Rohr verlegen, genau. Ordentliche Klempnerausbildung muss der Junge haben. Sonst kommt er bei mir nicht rein. Der muss mich ordentlich rannehmen können, als alles andere ist uninteressant. Ob der dick oder dünn ist, mir scheißegal. Die Leitungen durchspülen. Und apropos, dumm fickt gut. Also alle Fußballspieler jemals. Ja, weiß nicht, ob die alle einen dicken Lümmel haben. Na, aber dumm kann es sein. Weil der Ball so oft gegen den Kopf knallt. Ja. Na, aber was soll ich jetzt sagen? Fuck. Ja, lauter Penis, gell? Ich bin auch direkt von dem Penis. Das bringt mir die Schwitzen. Ich habe ein Video gesehen letztens von einem Girl auf TikTok und die hat am Anfang gedacht, das ist ironisch, aber es ist leider vollkommen ernst gemeint, wo sie gemeint hat so, excuse me, aber warum, wann ist es normal geworden, dass Männer nichts zu the table bringen? Ja, die Arzttochter. Die hat das vollkommen ernst gemeint. Ja. Sie hat so gemeint, von wegen, wann ist es normal geworden, dass Typen mir nichts mehr bieten müssen, weil sie ist Arzttochter und ihr Vater hat ja immer alles ermöglicht. Okay. Und, ist klar. Und was willst du eigentlich mit 1,5 netto, wenn du mir nicht einmal Blumen mitbringst oder sonst irgendwas? Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie am Ende sagt, so na Scherz und so weiter. Na, sie meint das vollkommen ernst. Da muss ich dann wirklich sagen, und die Kommentare, da fängt das Blut in mir zu kochen. Und die Kommentare waren einfach so legendär, weil die Kommentare sind einfach, haben sie so dermaßen zerrissen, vollkommen zu Recht natürlich. So von wegen, hey, Typ, Boys, nicht alle Frauen sind so und bla bla. Aber sie hat das so vollkommen ernst gemeint. Ich habe gedacht, wie kann man so unreflektiert sein und wie kann man die Emanzipation von Frauen einfach in ein 3-Minuten-Video 150 Jahre nach hinten, nein, weil sie will ja eigentlich nichts arbeiten, weil sie wird schon wie Prinzessin behandelt werden. Und was willst du, wenn du nicht einmal ihr Leben bieten kannst, dass ihr Vater schon ihr ganzes Leben lang bietet? Gut. Daddy's Girl. Dann musst du halt allein sterben. Nein, dann kannst du halt beim Papa wohnen bleiben. Ja, aber 1,5 ist echt... Okay. In Salzburg kommst du nicht weit. Ja, gut, das ist prinzipiell richtig. Ja. Aber nein, da fängt trotzdem das Blut in mir zu kochen an. Solche Ladies mag ich nicht. Oh Mann, ich glaube mein Hamsterbonat. Die Redewendung der Woche. Jungs, Sie haben mich natürlich gestern wieder in den Tiefen meiner Enzyklopädie Spezialika. Ich habe mich in meiner Bibliothek niedergelassen. Ja, voll. Meinem Butler die heißesten News rausholen lassen. Die heißesten und Outfits rausholen lassen. Ja, genau. Zeige ich halt das schwarze T-Shirt oder das schwarze T-Shirt an. Ja, genau. Das steinschwarze oder das nachtschwarze T-Shirt. Jungs, ich habe eine Redewendung mitgebracht. Und zwar, das ist eigentlich relativ kurz, aber alles in Butter. Was heißt das und wo kommt das herkommen? Ja, ist schon das ist mit dem Lied von Scooter, oder? Nein. Was für ein Lied? Von einem Scherz. Das ist Butter bei ich kenne nur alles nein. Im Lot oder auf dem Boot. Also, ja. Alles im Butter auf dem Kuder. Ja, aber Jungs, was heißt das? Das ist Kippenblaubier, oder? Möglich. Also können wir es kurz aufklären. Was heißt das? Alles in Butter? Läuft. Ach so, ja. Ja, es heißt einfach so. Alles cool. Alles okay. Alles gut. Aber wo kommt das herkommen? Und warum sagt man das so? Beziehungsweise wo kommt das her? Aus dem Milchhof wahrscheinlich. Es muss irgendwas mit der Butter selber zum tun haben, oder? Es hat was mit der Butter zu tun, ja, genau. Alles vielleicht Butter ist was Positives, weil das war wahrscheinlich früher daher und wieder daher. Ja. Und es kommt es geht dir gut, wenn du in Butter schwimmst. Oh. Naja, was aber sei, alles im oder Butter. Oder Essen, ja, irgendwas mit Essen. Vielleicht ist was Positives oder was Negatives. Vielleicht ist was Negatives, positiv. weil die Milch ja einfach, sobald die nicht mehr so gut war, habe ich es dann einfach zu Butter verschlagen können und somit hat man einfach alles in diese Butter reingewichst. So, alles in die Butter reingewichst. Ja. Ja. Ja, ist alles in der Butter. Ja, ist alles in der Butter. Na, da kommt es rein. Ich kann euch nur einen Tipp geben, es kommt aus dem Mittelalter natürlich wieder mal. Ja, weil da haben wir keine Kühlschränke gehabt und da ist die Milch automatisch zu Butter geworden. Mhm. Oder so. Oh, da muss ich schnell was erzählen. Die Amish kennt ihr, oder? Ja. Ja. Die haben ja prinzipiell, sind die ohne Elektrizität und ohne Handy und ohne Technologie und Traller, die fahren ja noch mit der Kutschen und so weiter und so fort. Aber Kutsche ist ein heißes Ding, auch für das Sprichwort. Okay, passt. Aber was sie auf alle Fälle nehmen, sind Kühlschränke, den haben,
den haben sie. Ja. Aber sie bauen die Elektronik aus dem Kühlschrank aus und stellen dann da dazu einen Eisblock rein zum Kühlen. Ja, aber Kühlschrank nehmen sie. Okay. Ich dachte, sie haben so ein Radl, wo sie treten müssen. Mhm. Nein. Dass es kalt wird, oder? Okay, also mit Kutschen hat's ja, alles es hat alles Es hat was mit Kutschen zum tun, ja. Ja, vielleicht sind die Reifen von den Kutschen gefettet worden mit Butter und dann ist es richtig gelaufen. Nein. Sonst hat die Reifen durchdreht. Das war eher für einen Drift-Contest. Okay, ich gebe euch nur einen Tipp. Es hat was mit Gläsern zum tun. Nein. Also nicht nein. Aber alles in Butter. Was Gläser und Kutschen. Ah, ich weiß. Okay, pass auf. Ja, okay. Also, es ist Milch mit der Kutsche transportiert worden. Und durch das, dass die dann über Stock und Stein gefahren sind, und es war so ein wilder Ride, sind dann die Glasflaschen so aneinander gebomst. Bam, klick, klick, klick. Und auf einmal ist die Milch nicht mehr Milch gewesen, sondern durch das Aneinanderschlagen fest worden. Vollkommen richtig. Absolut falsch. Ich finde es so geil, wie der Wolf ist, dass Hugo und Ego bald Leben lebt dann. Jetzt pass auf. Die Redensart kommt nicht daher, dass mal wieder alles wie mit Butter geschmiert gelaufen ist, sondern stammt aus dem Mittelalter. Wenn damals teure Gläser aus Venetien über die Alpen transportiert werden mussten, blieb Bruch selten aus. Doch dann hatten die Fuhrleute die entscheidende Idee. Sie legten die Gläser in große Fässer und gossen heiße, flüssige Butter dazu. Wurde diese fest, hielt sie die Gläser an Ort und Stelle und dämpfte die Stöße der Kutsche. Selbst wenn ein Fass vom Wagen fiel, zerbrachen die Gläser nicht. Es war eben alles in Butter. Weil ich nie drauf komme. Wie dekadent. Sind deine Stöße auch schon mal gedämpft worden? Ja, von meinem Butterfass. Wolfi ist auch die flüssige Butter eingoss. Ja, genau. Ja, welche crazy Motherfucker hat sich gedacht, das ist die beste Art, das zu transportieren, dass schon mal für Luftpolsterfolie gehört. Bruder, im Mittelalter. Oder Mittelalter. Hexenverbrennung und so, aber das ist nicht schlimm. Aber Stroh oder irgend so Scheiße. Ja, oder halt einfach Butter, normale Menschen, die jetzt. Warum ist Butter das Naheliegendste? Das ist so absurd. Sagen wir doch in UK, oder? Vielleicht ist er nur erfunden, man weiß es nicht. Man wird es nie rausfinden, weil immer in der Recherche stand, unser Rand ist nicht so gut wie wir. Nein, weil der Wolfi ist nämlich eine Mischung aus genialer Neben- und X-Faktor. Und Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Schade, ist alles erfunden. Ja, genau. Das und am Ende. Kugelblitz. Das wird es am Ende dieser Sendung wird's dann aufgelöst oder auch nicht. Ich werde es bis zum Schluss weiterhören. Ja, voll. Aber ich hätte auch noch Fragen für euch. Ja, aus welcher Kategorie? Gestern. Na Bruder. Live-Leben. Live-Leben, Bussi, Baba, Fragen, ciao. Die das Leben stellen. Ja. Oh Mann, da gibt es keinen Button. Nun, warum nicht. Freestyle. Ja. Okay. Mach ein Mikrofon. Ja. Womit kommt sie immer wieder durch? Oder kommst du immer wieder durch? Also was durchwurschteln? Johnny? Ja, gute Frage. Weil ich komme ja irgendwie jeden Tag damit durch, dass die Leute glauben, ich habe Ahnung von Kaffee und was, wie man Kaffee zubereitet. Jeden Tag. Fake it till you make it. Bei mir ist Italienisch in Italien. Also ich sprich viel zu wenig Italienisch, aber... Er hat gefragt, jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Womit kommst du immer wieder durch? Ach so, okay. Also. Ja, wenn du bei meine Frisage in entweder Araber oder Italiener, Italiener, Mineral. Italiener nämlich. Aperol, Mineral. Aperol, Mineral. aber wann also meine drei Floskeln, die was ich auswendig gelernt habe, dann drop. Ciao ragazzi. Ja, ciao ragazzi. I want a bosso di odore, dress up aperols, and can I have a pizza ketchup and rosa? Prego. Prego. Pizza Ketchup e Rosa. Hydratur. Da mache ich es ganz nach dem Austrian Kiwi und mache je öfter du sie macht. Aber du kriegst ja dann irgendwas zum Essen, zum Trinken. Ist wurscht, da musst du drüber stehen dann. Ja. Da musst du das essen, was du bekommst. Ist eigentlich 10 Jahre kein Fleisch mehr, aber okay. Musst durch. Fischallergie, fette Barriere bestört, kein Problem. Da musst du. Das Gesicht aufschlossen mit der Kugel Fischen. Ja, und? Naja, super. Delicioso. Molto. Molto. Panzano Baguette, Farfalle. Das ist französisch.
Le Frossac. Marco, wie kommt, mit was kommst du hin? Ja, fuck it, jetzt überlege ich gerade. Vielleicht hat der Robin vorher was und ich kann da weiter überlegen. Kaffee. Also, dass die Leute glauben, ich weiß, was ich tue, jeden Tag, wenn ich in der Früh aufstehe. Also, dass ich, mir fragen so oft Leute irgendwas Spezielles zum Kaffee und ich tue zu 95% der Zeit alles frei finden, was ich sage. Immer. Also, gerade wenn es so, was ist das für ein Kaffee, wo kommt der her, bla bla. Brasilien, aber steht ja. Da steht Äthiopien drauf. Falscher Kontinent. Okay. Hauptsache Afrika. Ja, ja, stimmt. Wer kennt nicht? Die Hauptstadt von Brasilien, Nicaragua. Ja. Schwarz geröstet. Entschuldigung. Naja, Kaffee muss man ja rösten. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Kaffeebohne. Ja. Nennt man das, sagt man das nicht so? Mhm. Ja, ich, keine Ahnung, bei mir ist alles höchst professionell und ich habe von allem natürlich, was ich jeden Tag tue, wahnsinnig viel Ahnung. Also von dem aber her. Apropos jeden Tag tue, wir haben gestern ein Interview gegeben, also ja, ein Experteninterview, das war ein, also waren wir schon vom Durchwursteln. Wer hat Experten gesagt? Ein liebes Rantischen hat uns angefragt, ob wir ein Experteninterview geben können zum Thema Guerilla-Marketing. Und jetzt dann ja wir so prinzipiell die ganze Zeit, ob wir sind... Das heißt, die Freiheitskämpfer, oder? Genau, das ist der Che Gorilla und so weiter. Und, genau. und der Fidel Kong. Ist der Bruder von Donkey Kong? Nein, der Fidel Castro. Das Fidel Castro! Au, oh, da habe ich einen. Wenn wir jetzt schon dabei sind. Ja. Pass auf, wir haben eine Anfrage gekriegt. Von Fidel Castro, nein, wir haben eine Anfrage gekriegt von die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien. Ob wir Fußballspieler werden wollen? Nein, auf keinen Fall. Aber ob wir uns vorstellen könnten, für den Dachraum ein paar Claims zu finden, dass wir Werbung, also wir müssen Werbung machen. Ja. Und da ein paar Claims zu finden für den Dachraum für die Vereinigten Arabischen Emirate. Englisch, logischerweise. Pass auf, ich schlag dir den jetzt einmal vor, was du von dem hältst, ob du den geil finden würdest. Mittendrin statt nur Dubai. Was soll man machen? Da ist eh nichts Dubai. Dubai sein ist alles. Ja. Ja. Gekauft. Ja. Was hältst du davon? Ja, finde ich super. Ja. Aber ich verstehe es nicht ganz. Wollen die in Dubai Werbung machen? Das ist für die Skihalle, okay? Okay. Da hängt jetzt zum Beispiel in Hamburg hängt ein Plakat von uns drei in irgendeiner Art und Weise mit so einem Weißbier in der Hand und keine Ahnung. Und dann mittendrin steht nur Dubai. Aber in der Sahara natürlich. Oder was er immer dafür wüsste. In der Sahara? Ist die Wüste Gobi. Ah, Alter, Dubai sein ist alles. Alter. Da musst du am besten echt durch, Alter. Dubai sein ist alles. Ja, sowas. Ja. Aber das hängt da in der Skihalle in Dubai. Genau, ja. Ja, genau. Wir mit Ski auf einer Düne. Ja. Ja. Mann, das und wenn es irgendwie richtigen Schnee gibt, nur hier. Gell? Ja. Ja. In Ibiza. Ja. Mit dem Tom Novi und mit dem HC Strache. Der hat sich Sprache gemacht, das hundertprozentig für ein bisschen Geld. Der hat nichts Besseres zu sagen. Bumsen? Werbung für Dubai. Hast du gerade Bumsen gesagt? Auch, ja. Ja, aber haben sie gleichzeitig angeboten, dass wir die Firmenzentrale nach Dubai aus steuerrechtlichen Gründen verlegen können? Ja. Weil das wäre mir ein großes Anliegen. Ja, das mag sicher jedes. Den Fall nehmen wir auch mit, der mag ja ans Finanzamt nichts. Ja, jetzt, wo die Kommunisten kommen und uns alles nehmen, ja, vielleicht wir müssen raus. Wenn der danke Bürgermeister wird, wandern wir nach Dubai aus. Scheiß auf Menschenrechte. Konvertieren wir dann eigentlich zum Islam? Nein, das geht sich bei mir nicht aus. Konvertieren wir zum Islam? Das geht sich bei mir nicht aus. Also nicht, weil... Aber ohne Speck ist schon schwierig. Für mich keinen Sinn. Religion generell kein Thema mehr. Also danke, tschüss. Danke, tschüss. Alter, danke, tschüss. Alter. Genug gesehen, danke, tschüss. Nein, nicht, dass du überhaupt, aber wir sind ja gegen und für jeden. Das ist bei uns ja wurscht. Aber nein, das weiß ich nicht. Aber ihr kennt doch dieses muslimische Getränk, dieses Ghazi? Das Alhamdulillah. Hast du das Video ja gesehen? Ich weiß nicht, was es ist, aber arabischer Vater so,
schau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und dann sagt die Tochter Alhamdulillah. Nein, und er sagt es zwei, ja, drei Mal hintereinander. Ja. Und er schaut es an und sagt wieder Alhamdulillah. Ja, fast. Das, ich habe vorher deine Geschichte hart gegrätscht. Irgendwas wolltest du eigentlich erzählen, bevor ich das mit irgendwann... Ach so, bei einem Interview, ja genau. Ja. Weil das Thema Durchwurschteln. Wir haben gestern ein Experteninterview gehabt mit einer ganz netten Randischen, wo es ums Thema Guerilla-Marketing gegangen ist, wo ich mich frage, erstens mal, wo sind wir abbogen, dass wir Experten geworden sind. Naja, aber das ist das Geile. An der Werbebranche glaubt ihr gerade, dass wir Experten sind, was wir de facto nicht sind. Wir machen es halt einfach. Was lachst du da so? Ja, voll Kaffeeschubse, Schnauze. Nein, man muss ja schon mal dazu sagen, man muss es appreciaten, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, aber nicht zu viel. Nein, aber reicht schon wieder. Man kann schon nochmal ganz kurz erwähnen, an alle Leute, die Wirtschaftszeitung daheim haben. Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Das ist gestört. Das, also Grüße gehen nochmal raus an einen Klausi Clever und an einen Podcast Maxi. Der Klausi des Jahres. Der Klausi, also Creative Tactics und Studio Nordhang haben sich es nicht nehmen lassen. Ich darf den Schrank nicht zwei aufmachen, sonst zeigt man, dass das ganze Cash da drin ist. Eine Guerilla-Marketing-Aktion. Und zwar ist in der Wirtschaftszeitung ein Nachbericht von dieser Salzburger Werbenachts. Der Nachbericht ist genauso scheiß langweilig, wie die ganze Veranstaltung auch war. Ja, der Tag, dieses Gedöns halt. Und der Klausi und der Max haben es nicht nehmen lassen und haben eine halbseitige Anzeige geschalten, wo sie sich in der Podcast-Schrift oder einer sehr ähnlichen Schrift quasi bedankt orientiert haben, geschrieben haben, Support ist kein Mord, und haben quasi geschrieben, wie cool sie das gefunden haben, dass wir ein bisschen Rock'n'Roll in die Szene gebracht haben, ja, und haben dann aber auch noch schlau ein eigenes Produkt, nämlich das Don Quiff Hackwachs oder Mattpaste nur mit reinflüssen lassen. Also, was hast du gerade gesagt? Ja, das ist ja sie haben ein Produkt. Das heißt, nein, aber was ist das? Das habe ich gesagt. Haarwachs. Ein Haarwachs. Hast du verstanden? Ja, nix. Ja, Nagila Haarwachs. Nagila Haarwachs. Aber die Platzierung ist so geil. Und da muss man nur mal dazu sagen, Grüße gehen raus. Haarwachs jetzt. Alter, geil. Das ist auch Double. Ja. Double Ride. Nein, weil daneben steht, ausgezeichnete Köpfe kann man kaufen. Ja. Oh. Und dann das Haarwachs. Ja. Oh. Nein, pass auf, weil das Geile ist ja, man muss ja die Wirtschaftskammer kann nicht roasten, weil ich bin ja kein Mitglied von der Werbungsscheiße. Da ist ein eineinhalbseitiger Bericht über dieses Event, der, wie gesagt, genauso langweilig war wie die Veranstaltung selbst auch. Kein Wort erwähnt zu irgendwas. Und dann auf der nächsten Seite direkt drunter mit einem QR-Code, wie der Abend wirklich war, und der Link zu Support, unserem Podcast. Support ist kein Mord. Zu unserem Podcast. Das ist so gestört, weil wer hat das drucken lassen? Entweder schaut keiner an, wo der QR-Code hingeht, oder es hat keiner angekauft. Nee, oder es ist der Wirtschaftskammer mittlerweile wirklich scheiße. Nein, aber dass die Anzeige auch genau da ist, haben sie schon. Das ist jetzt ja klar. Ja, ach so, ja. Ja, also entweder es versteht irgendwer, der das Magazin macht, doch mehr Spaß, als wir gedacht haben. Oder sie sind nur mehr unaware, als ich dachte. Ich bin einfach froh, dass irgendwer inseriert. Ich hab gestern was abgeholt, weil ich noch für ein Einreichen habe ich noch ein paar Unterlagen dort gehabt, von diesem Landespreis. Mhm. Die habe ich gestern abgeholt. Und haben gesagt, wir haben Johnny seinen Preis da. Und dann klopfe ich so und es hat keiner gesagt, herein. Ich bin natürlich eingesteppt. BAM! Die Tür auftreten. Da ist keiner im Büro gewesen. Werbung! Da ist keiner drin gesessen, außer ganz hinten. Die hat mich gesehen. Hat sie versteckt. Sie hat sich sicher, scheiße, verstecke mich jetzt. Unter den Tisch rein oder... Totstellen. Es ist gerade keiner da. Das ist mein klassischer Vogelmoment gewesen. Der Marco hat auch die Frechheit besessen und irgendwo zwischen 10 Uhr und 14 Uhr zu kommen, wo die halt Mittagspause machen. Ja, ist klar. Weil nein, sie haben ja schon eineinhalb Stunden Stunden gearbeitet. Ja. Jetzt hat er wieder Frage, ich kriege das halt nicht mehr hin. Ja, es ist ja scheißegal. Okay. Hallstatt, Asche. Scheiß Fernseher jetzt aus. Aber darf ich nur Bussi, ciao, ciao, Leben, bye, bye. Ja, gern, hau noch eine raus und dann sind wir eh schon wieder durch. Ich muss dann noch Werbung machen. Ja, sehr gut. Nimm dir die Zeit raus. Darf ich dabei Werbung machen? Ja, mach du die Werbung. Ja, mach du Werbung. Ich kann nicht so schnell alles lesen. Klar. Bin pass auf. Darf ich die Werbung vorsingen? Vielleicht aus Traumabewältigung. Okay, ich muss dir erklären, was es ist. Also, ja. Ich habe jetzt einen Gutscheincode gekriegt, einen ganz speziellen, einen eigenen. Mhm. Und zwar die Firma Studio JFK. Ja. Ich weiß nicht, ob sie die kennt. Noch nicht. Die hat jetzt eine neue Website und einen Webshop. Mhm. Und im Webshop gibt es Shirts. Und wir haben jetzt einen Rabattcode gekriegt. Also Stierf-Rabattcode. Ah, echt, oder? Wir haben es geschafft, wenn wir einen Rabattcode haben. Ich habe eine neue Webseite. Also ich singe jetzt von der Studio JFK aus. Okay. www.studio-jfk.com. Hey,
Ich hab einen Rabattcode auf alle T-Shirts im Webshop. -30%. Was? -30% etwa? Bis 25.03.24. Also eine Woche. Gültig jetzt für euch. Den Code, den werde ich jetzt sagen. Drum sage ich ihn euch. Der Code ist Randis Forever 30. Ich wiederhole, Randis Forever 30. Nein, nicht mit 4, sondern geschrieben, wie es im Oxford Englisch Deutsch steht. Also wie Forever Ketchup. So, genau. Und ich weiß nicht, was drunter noch steht, soweit habe ich nicht. Kein Problem. Die Einkaufsliste. Jetzt kommt eine Wellenlinie, um zum nächsten Punkt zu kommen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was passiert, das sage ich euch jetzt gleich. Und zwar gibt es wieder eine Blumenboutique. Diesmal ist es 3.0. Und das finden wir lieb. Der letzte Pop-up war 2021 gar. Drum, es gibt Blumensträuße, frisch und trocken, Papeterie und frisch und trocken und limitierte Artprints nur beim Pop-up. Wo ist der Pop-up? Okay. Wenn ihr daheim einen Pop-Up machen wollt. Nein, ich weiß, also pass auf, ich weiß nicht mehr, wann der ist. Blumenboutique 3.0, die ist irgendwann nächste Woche Freitag, glaube ich. Also pass auf, die Folge kommt am Montag raus. Diese Woche Freitag ist beim Eibel am Kaitanerplatz. Schaut einfach bei Studio JFK vorbei, okay? Schaut einfach bei Studio JFK vorbei. Es ist irgendein Blumenboutique-Pop-Up. Der letzte Pop-Up war 2021. Es gibt voll geile Blumenstreis, das muss man dazu sagen. Papeterie, limitierte Artprints, das passt voll. Und jeder, der schaut einfach auf die Website, weil es gibt mit diesem Rabattcode Randis Forever, Randis Forever 30 bekommt ihr ordentlich Rabatt. Den gebt ihr ein im Webshop auf www.studio-jfk.com. Gibt 30% Rabatt, aber nur eine Woche. Also flott sein, schaut rein bei www.studio-jfk.com. Das muss jetzt reichen. 30%. Aber ich warte ja drauf, dass irgendwie Rabattcode ins echte Leben überschwappen und bei mir jemand vom Dresden steht und sagt, ich habe einen Rabattcode. Ja. Und den dann aufsagt, so wie du gerade. Hallo, Robin. Bad Coffee in Town 2022 Rufzeichen. Ist das dein WLAN-Passwort? Du hast eine Frage. Ich habe jetzt eine Frage. Das ist jetzt länger da. Kein Problem. Wir in der Schweiz haben länger Zeit. Wir haben keinen Stress. Ah, okay. Aber auch nicht so viel Steuern. Keine Steuern. Viel Schocke. Worauf freut ihr euch derzeit am meisten? Worauf freue ich mich? Okay. Außer auf den Blumenpop-Up. Was war eine Freude? Wir fangen jetzt dann wieder, wir haben jetzt dann richtig viel Produktionen wieder auf. Das freue ich mich wirklich. Arbeiten an. Wir fangen jetzt wieder. Nein, wir arbeiten die ganze Vollattacke, aber wir haben jetzt dann richtig viel Produktionen auf. Das freue ich mich. Produktionen? Ja, Produktionen. Also für Josef. Ja, genau. Ja, illegale Teigdarsteller. Also ich freue mich auf Arbeit, weil Geld. Nein, weil Arbeit geil. Ja. Aber wir arbeiten nicht. Gut, can't relate. ich gehe jetzt auch arbeiten, aber ich freue mich tatsächlich, wir haben nächste Woche mit der Pub-Quiz, das war wieder instant innerhalb von 10 Minuten gefühlt ausreserviert. Kriegt das aber echt spät mit, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch, ich muss ganz kurz dazu sagen, wir haben bei letzten zwei Pub-Quiz, also diese dritte Auflage, waren sehr viele Freunde dabei, beim ersten Mal, so Freundeskreis und sowas. Und beim zweiten Mal auch ein paar und jetzt habe ich gesagt, es darf keiner von den Freunden mitmachen, weil ich will nicht, dass wieder irgendwer gewinnt. Also ich kann ja keiner was dafür, dass ich so hochintelligente Freunde habe. Also es ist wirklich eine kackschobene Partie oder sowas. Gut, dass wir keine Freunde sind. Genau. Wir sind auch nie dabei. Ihr seid nicht eingeladen, genau. Nie dabei. Weil ihr seid nicht schnell genug und nicht schlau genug. Aber... Hat er jetzt gesagt, nicht schnell oder nicht schön genug? Genau. und diesmal habe ich gesagt, es darf keiner mitmachen. Mhm. Weil wir spielen das halt von mir aus in Freundeskreis nur mal in Ruhe durch, aber ich will, dass ja Leute kommen, die so normal nicht kommen oder nicht so oft. Ja, ja. Oder neue Leute. Und sexuell jetzt oder genau, ins Café? Genau. Okay. Beides. Habt ihr gesehen, scheiß Brot? Weit und breit keine Farm, aber. Ja, gut, aber das ist Puppe! Das sollen wir nachher nicht nehmen lassen. Hey, baby!
Na, du kannst ja so machen, da gibt es ja diese Theorie, wenn du beim in dem Stiegenhaus hinten nachgehst. Ah, hallo, grüß dich. Scheiß Vogel, Alter. Die kennen mittlerweile echt alles. Die kennen wirklich alles. Ja. Kennst du denn auf TikTok den Papagei, der was Musik pfeift, mitpfeift? Ja, ja. Und ja. Um 6 Uhr in der Früh irgendwie so AC/DC oder so pfeift oder irgend so einen Scheiß. Aber ganz gut sogar. Nein, aber ich habe ein Video gesehen von einem Typen, der hat gesagt, wenn du mal irgendwie hinter Mädels nachgehst oder im Stirnhaus oder sowas, er tut dann immer also extra arg schwul oder sowas. Ja, ja. Die wissen, er ist keine Bedrohung oder ja, so. Ja, voll. Nein, er ist schon echt auch schwul. Also er ist jetzt nicht er geht. Telefoniert dann so. Ja. Ja, 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 ja queen, nicht, you go, girl, slay. Keine Ahnung, ich kann das nicht, ich bin ja nicht richtig. Ja, es ist... ja, gut, jetzt reicht es ja wieder. Ja. Man muss aufhören, wenn es auch am schlimmsten ist. Man muss die Zitzen melken, solange sie rot sind, wie man so schon sagt. Ja. Ja. Man muss Zitzen melken, solange sie rot sind. Ja. Genau. Solange es roh sind. Rosa. Genau. Ja. Hast du beim Scheißen keinen Helm auf? Alter. Jungs, vielen Dank. Mit diesen Worten. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart in dieser Woche. Ich werde uns wieder organisieren, dass wir bald einen neuen Gast oder eine Gästin. Ich muss mal schauen, was geht. Ja, muss ich schauen. Sonst vergleicht man den Typen halt. Irgendwas gerade. Ist das eine kulturelle Aneignung? Nein, ein Spätzl von uns, also du weißt, dass ein Spätzl von uns bald ein Restaurant aufsperren wird und dass wir da. Schon wieder? Werden. Wie viele Leute habt ihr die Restaurant aufsperren? Ja, Bruder, das ist dieser Riesenfreundeskreis. Riesenfreundeskreis. Und wo in Salzburg? Nein, am Chiemsee. Ja, aber da kommt man doch dann diese München-Tour mal durchziehen. Das weil kann wir man haben jetzt fast 20% deutsche Zuhörer. Ja, ist richtig. Deutsche Zuhörer. Vielleicht sollte man denen auch ein bisschen Futter geben. Ja, ein bisschen was aus Minger. Ja. Also wenn wir irgendwelche Bayern, wenn's irgendwas What's up, fix, wenn irgendwer aus München ist und nein, ein Lokal nicht, hat. Nein, nicht irgendwer. Nein, das haben wir selber im Griff, ja. Keine Sorge. Nein, aber achso, wisst ihr schon, wo wir da hingehen? Ja. Also ich hätte gerne Lothar Matthäus. Oder meinst du jetzt zum Abendessen? Stefan nein, Podcast Effenberg. Podcast haben wir alles im Griff. Ja, also wenn ihr Promis in München kennt. Das ist was anderes. Ja. Das war total geil, wenn sie da was organisiert. Keine Promis, weil das hat beim letzten Mal den gibt es nicht mehr, beim... Die Verena Kehrt. Die war mit dem Olli Kahn, glaube ich. Zum Beispiel, wir brauchen es, oder? Olli Na, Kahn, so C-Prominenz vom Schau, die ist mit Mark Terenzi zusammen, glaube ich. Alter, weißt der Mark Terenzi? Der Ex-Mann Ahnung. Von der Sarah Connor. Ja, genau. Also, wenn sie so C, A, B, C, D, bis Y, wir nehmen alles. Wir brauchen ein bisschen Futter und die müssen mit uns umgehen. So, der Markus singt euch jetzt. Nein, Harry, geh hätte ich gern. Ah, na, was na, Harry, ich gerne im Podcast hätte? Die Nadel. Nein, Alter, die ist so fertig. Nein, da brauchen wir genau. So fertig. Genau. Die ist so Britney Spears-Level fertig. Da brauchen wir 6 Stunden, bis wir einen Podcast zusammenkriegen. Ja. Aber Harry. Harry, geh mach mal. Harry, wie heißt du wirklich? Markus. Jean-Pierre. Dann müssen die nachschauen. Ja, Markus irgendwas. Jean-Claude Van Damme. Mötti, wir sind ultra relevant. dass du das damit betonen musst. Ja, genau. Wir wollen einen Harry G. Alter. Ja, genau. Harry G. Schreibt es den Harry G., wann er uns handeln kann. Wir ja, pass auf. Harry, wer. Markus Stoll. Er wird es nicht hören. Die Geschichte ist nur die. Mhm. Ich hab ein Video auf meinem Handy von dir. Das bringt dich so dermaßen in die Scheiße. Wirklich. Ach, real talk. Lieben wir Erpressung. Ja. Genau meins. Das heißt, entweder du kommst in den Podcast oder dieses Video wird jetzt endlich noch, keine Ahnung, 7, 8 Jahre geleakt. Du hast 7 Tage. Fuck. Du hast 7 Tage. Ja. Tschüss. Wir sind raus. Ciao.